Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe der Astrologietreff am Maschsee im Gespräch. Heute zu Gast im Studio Holger Fass. Holger, ich grüße dich. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir nehmen gleich den Bildschirm dazu, dann wird die Sache etwas einfacher. Und da haben wir ihn schon. Bei AstroWiki vom Astrodienst in Zürich gibt es einen Eintrag über Holger Fass. Da ist er auch mit Bildern. Ja, gerade war er noch da. Da war ich noch jünger bei den Bildern. Ja, was ich nicht verstehe, ist, warum das Bild auf einmal weg ist. Das muss, glaube ich, mal zurückgehen. Ich habe das irgendwie weggedrückt. Da ist er. Okay. Ah. Holger Fass mit Hut. Und da ist auch sein Horoskop. Wo bin jetzt ich hier im Bild? Gar nicht mehr irgendwie verschwunden. Ist egal. Der Holger ist noch drin. Also, der deutsche Astrologe Holger Alfred Ludwig Fass wurde 1965 in Pforzheim geboren. Und weiter unten steht dann, dass du dich mit 16 Jahren schon mit der Astrologie beschäftigt hast. Wie ja. War das? Ich war tatsächlich mit 16 Jahren zum ersten Mal bei einem Astrologen. Das war Fritz Waschwill in Frankfurt. Und wie ich erst viele Jahre oder Jahrzehnte später erfahren habe, auch ein Mitglied des Deutschen Astrologenverbandes. Und das lief damals noch ganz anders ab als heute. Der hat das Horoskop erst erstellt, als ich kam. Ich war sehr beeindruckt. Er hatte so einen riesigen Stempel mit so einer Blankoradix. Dann hat er schnell gerechnet und dann das Horoskop da gemalt. Und ich kann ja gar nicht sagen, warum ich eigentlich zu ihm gegangen bin. Also Fragen hatte ich schon, aber wie ich auf die Idee kam, das weiß ich gar nicht. Es gab jetzt keine Initiation, es gab keinen Moment, wo ich in meiner Familie oder so spielt Astrologie keine Rolle, in meinem Umfeld spielte Astrologie keine Rolle. Aber es gab etwas in mir, was so sehr sicher war, dass es sowas gibt wie Astrologie und dass man das irgendwie nutzen kann. Und ich kam dann selber auf die Idee, in den gelben Seiten habe ich dann geguckt. In Wiesbaden, wo ich lebte, habe ich niemanden gefunden, aber in Frankfurt dann. Und dann habe ich da angerufen, einen Termin gemacht. Die 50 Mark, die es kostete, mitgenommen. Ich war ja Schüler und bin dann zu Fritz Waschwill gegangen, der damals schon ein älterer Mann war. Und Fritz Waschwill hat eine spannende Beratung mit mir gemacht. Und am Ende der Beratung meinte er, ob mich Astrologie interessieren würde. Und er war der Ansicht, das wäre wohl der Fall, und wollte mir Lehrhefte, die er selber geschrieben hatte, gerne mitgeben. Die kosteten was. Ich hatte aber nur die 50 Mark für die Beratung dabei und kein weiteres Geld. Und dann hat er mir diese Lehrhefte geschenkt. Und das war mein Einstieg, selber Astrologie zu lernen. Mit so ersten Lehrheftchen, die habe ich auch heute noch. Diese bewahre ich irgendwie auf, wie so einen kleinen Schatz. Und das war der Start. Das muss ja gewesen sein, 65 geboren, 75, 81 ungefähr. Ja, das war, könnte 81, 82, irgendwie um den Dreh, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so, aber ja, genau, 81 muss das gewesen sein, genau. Ich weiß, es war noch eine Zeit hin bis zum Abitur. Das war nämlich so ein bisschen nur ein Thema. Und ja. Das Thema Astrologie war in der Schule ein Thema? Nein, das Abitur war Thema in der Beratung. Ach so. Weil das ja irgendwann anstand und ich ja ein nicht gerade der allerfleißigste Schüler war, wollte ich ein bisschen dazu was wissen. Okay, wie hieß der nochmal genau? Fritz Waschwill. Ich habe tatsächlich den Herrn Waschwill später noch ein paar Mal konsultiert, auch als Student. Und ich weiß gar nicht genau, wie alt er damals schon war. Aus meiner Sicht war es, wie gesagt, ein älterer Mann. Und irgendwann war er halt verstorben. Und dann war sozusagen mein Haus- und Hofastrologe nicht mehr verfügbar. Dann habe ich ein paar andere Astrologen und Astrologinnen immer mal wieder konsultiert und dabei leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also wirklich auch katastrophale Beratungssituationen durchlebt. Und dann kam ich irgendwann dahin, dass ich sagte, gut, ein bisschen was weißt du ja schon. Und wenn du so schlechte Astrologinnen und Astrologen nur findest, dann musst du es wohl selber richtig lernen. Und das war dann nochmal so eine Motivation, tiefer einzusteigen in die Materie.
Okay, das war also vor dem Abitur die erste Begegnung. Dann hast du Abitur gemacht in Wiesbaden? In Wiesbaden, ja. Und dann steht hier bei AstroWiki vom Astrodienst eine Ausbildung in Theaterwissenschaften. Das ist ja nun nicht ganz das häufigste Studienfach. Warum Theaterwissenschaften? Naja, ich habe schon sehr früh mich für Theater interessiert. Ich war, glaube ich, in der Grundschule oder noch vor der Grundschule, da war ich zum ersten Mal im Theater in einer Operette. Und als der Vorhang aufging, war das für mich eine faszinierende Welt, die da irgendwie entstand. Und das hat mir einfach viel Freude gemacht. Und in Wiesbaden gibt es das Hessische Staatstheater. Da habe ich dann als Schüler schon mitgewirkt, als Statist und Kleindarsteller und so weiter. Ich habe aber auch in anderen Bereichen, ich habe da in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit dann mitgewirkt. Ich habe später mehrfach die Schule geschwänzt, um Theaterproben machen zu können und dergleichen mehr. Und ich wollte dann gerne in diese Welt mehr eintauchen, wollte aber auch studieren. Und dann war die logische Schlussfolgerung, dann studiere ich das, was man mit Theater macht, nämlich Theaterwissenschaft. Ohne zu diesem Zeitpunkt zu wissen, dass Theaterwissenschaft zwei Komponenten enthält, die nicht gut zusammenpassen, nämlich Theater und Wissenschaft. Okay. Also das ist gar kein Studium, was jetzt in die Theaterpraxis führt. Deswegen habe ich das zwar lange gemacht, aber auch nicht beendet. Du hast es 5 Jahre lang gemacht, richtig? Nach 5 Jahren. Das könnte sein. Du bist wahrscheinlich jetzt besser mit meinen Lebensdaten vertraut. Ich vergesse manchmal so die Jahreszahlen. Aber ich habe es es war ja ein Magisterstudiengang und ich habe es sehr weit, ich glaube, ich habe 10 Semester studiert. Das war also dein Hauptfach? 5 Jahre. Theaterwissenschaften als Hauptfach oder? Und was Theaterwissenschaften als Hauptfach und dann Pädagogik und Soziologie. Und habe da auch meine Liebe zur Pädagogik entdeckt. Okay. Das war erst so ein bisschen eine Not, weil man brauchte halt noch 2 Nebenfächer. Und Pädagogik hat mich sehr angefixt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da profitiere, glaube ich, auch heute die Ausbildung, die ich anbiete, von. Weil ich mir über pädagogische und didaktische Dinge sehr viele Gedanken mache und auch viel Freude daran habe, Inhalte zu vermitteln. Okay. Du hast dann nach 5 Jahren gewechselt auf einen neuen Magisterstudiengang wahrscheinlich. Diplom. Dann. Genau. Ich habe nach 5 Jahren, ich habe dann tatsächlich auch noch Theaterprojekte und so gemacht und irgendwann festgestellt, da werde ich so keinen richtigen Fuß auf den Boden kriegen. Und vielleicht ist Theater ein schöner Traum oder ein schönes Hobby, aber nicht unbedingt wirklich ein Beruf. Und dann war ich erstmal tatsächlich irritiert und ziemlich ratlos, weil ich ja jahrelang auf etwas hingearbeitet habe und das funktionierte dann nicht. Und habe mir ein bisschen gezwungenermaßen 1 Jahr Auszeit genommen und alles Mögliche mal so ein bisschen angetestet. Und weil ich mit der Pädagogik so gut zurechtkam, dachte ich, was ist denn eigentlich mit Sozialpädagogik? Und da ich auch durchaus ja eine helfende Einstellung habe, fühlte ich mich da dann sehr gut zu Hause. Und dann habe ich an der Fachhochschule in Köln dann nochmal ein neues Studium angefangen, als eben Diplom-Sozialpädagoge und das dann auch abgeschlossen. Das war in Köln? Das war dann in Köln, ja. Okay, hast du dann gependelt oder hast du in Köln gewohnt? Nein, ich bin, das Theaterwissenschaftsstudium war in Erlangen und ich bin von Erlangen dann nach Köln umgezogen. Okay, und wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann so fertig studiert hat? Weiß man da schon, wo man einen Beruf findet oder sucht man erst nach dem Diplom nach einer konkreten Arbeitsstelle? Naja, während des Studiums hat man ja schon die Möglichkeit und auch die Pflicht, zumindest war es da so in der FH in Köln, in verschiedene Arbeitsfelder reinzuschauen. Wir haben ja Praktika gemacht. Dadurch, dass das ja auch mein zweites Studium war, konnte ich auch nicht nochmal BAföG bekommen. Das heißt, ich musste mir das selber finanzieren. Und von den vielen, vielen Jobs, die ich gemacht habe, ich war Briefträger, ich war Callcenter-Agent, habe in der Disco die Kasse gemacht und alles Mögliche. Und ein Job war in einem sozialpsychiatrischen Zentrum, wo ich dann auch später noch Projekte gemacht habe. Das heißt, ich war sozusagen schon im sozialen Arbeitsfeld, nämlich in der Psychiatrie tätig.
Und das hat mir auch Freude gemacht. Ich kam mit den Verrückten sehr gut zurecht. Es sind irgendwie, man muss ja einen Draht haben zu den Menschen, mit denen man arbeitet. Und es gibt so manche Arbeitsfelder, da fällt es mir schwer. Ich hätte zum Beispiel, es würde mir schwer fallen, mit suchtkranken Menschen zu arbeiten, aber mit psychiatrisch erkrankten Menschen, das war super. Das war keine geschlossene Anstalt. Nein, es war ein sogenanntes sozialpsychiatrisches Zentrum. Das heißt, Leute, die vielleicht länger in der Psychiatrie waren, also stationär, dann wieder nach Hause kamen und die sollten jetzt nicht einfach so ohne weiteres Hilfenetz dann ihren Alltag bewältigen. Das heißt, die hatten eine Anlaufstelle, wir hatten so eine Art Tagesstätte, da konnten die kommen und dann haben wir halt gemeinsame Dinge gemacht, von Kochen bis irgendwelche Ausflüge oder dergleichen. Es gab so eine Beratungsstelle, wo Leute hinkommen konnten, die sich gerade schlecht fühlten oder Angst hatten, in eine Krise abzurutschen und solche Sachen. Okay, da gibt es aber noch eine Erwachsenenbildungsseite von dir. Ja, ich habe mehrere Dinge gemacht. Ich habe viel auch im Beratungssektor gearbeitet. Das heißt, ich habe viele Beratungstechniken mir angeeignet, Fortbildungen gemacht und auch im Bereich Erwachsenenbildung. Das heißt, das geht, finde ich, manchmal auch so ein bisschen Hand in Hand. Ja, man kann natürlich rein beratend tätig sein, aber das ist mir manchmal zu wenig. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich habe in Köln eine Beratungsstelle mit aufgebaut, nämlich eine Beratungsstelle für schwule Männer, die Opfer von Gewalt geworden sind. Und wir hatten so ein Beratungstelefon, die Leute konnten also da anrufen. Das war so eine rein beraterische Tätigkeit. Aber es geht ein bisschen darüber hinaus. Also wenn ich mir wieder vielleicht Sicherheit in meinem Lebensalltag aneignen möchte oder wenn ich vielleicht vorbeugen möchte, überhaupt Opfer einer Gewalttat zu werden, dann reicht ja so ein Beratungsgespräch nicht aus. Dann brauche ich vielleicht eine Form von Training oder sowas. Und das ist das, was Erwachsenenbildung zum Teil ausmacht. Also es geht mir nicht so sehr um Kopfbildung, kann man auch machen, ist auch schön und auch wichtig und auch gut, sondern mehr, ich sag mal, Verhaltenstraining, Selbstreflexion, zu gucken, was sind so meine Anteile an bestimmten Dingen, wie kann ich mein Verhalten ändern, um meine Lebenssituation zu verbessern. Also das ist für mich so der Schwerpunkt auch von der Erwachsenenbildung. Das ist ja so ein bisschen angrenzend an die psychologischen Themenfelder. Hast du in deiner Ausbildung eine bestimmte Psychologie bevorzugt? Also schulmäßig, warst du Freudianer, Jungianer oder Maslow oder Transpersonalpsychologe? Oder wo hast du dich selber sortiert? Das hat ein bisschen gedauert. Also ich habe in viele Richtungen reingeguckt, mir vieles angeeignet, habe viel oder gestartet sozusagen, da wo ich als erstes mich verwurzelt gesehen habe, war die humanistische Psychologie. Okay. Ich bin letztlich bei der systemischen, lösungsorientierten Psychologie, also in einer relativ modernen Form gelandet, die so ein bisschen weggeht von der ganzen Freudianer-Idee, die fast eher andockt an das, was Adler schon damals gesagt hat. Ich überspitze das ein bisschen provokativ. Es gibt kein Trauma. Ja, die Vergangenheit ist nicht die Ursache aller unserer Probleme. Also eine psychologische Richtung, die sehr den Moment fokussiert und den Blick nach vorne. Was kann ich denn mit dem, was ich jetzt hier habe, der ich jetzt bin, was kann ich machen, um mein Problem, das ich vielleicht habe, in der Zukunft ja entweder damit besser umzugehen oder es vielleicht gar zu lösen. Das erinnert mich an unser Gespräch mit Raphael Gilbrand, einem Kollegen von dir, sogar auf der Vorstandsebene im Deutschen Astrologenverband. Der hat ja Gestalttherapie nach Fritz Perls gemacht. Hast du das auch absolviert? Nee, das, also ich kenne die Methodik, aber das habe ich nicht gemacht. Okay, dann hast du aber auch noch was mit Rundfunk gemacht? Steht hier bei Wikipedia, bei AstroWiki, im Hörfunk als Schauspieltrainer. Wie kam es denn dazu? Du warst ja an sich. Also die Formulierung ist ein bisschen ungeschickt, weil ich nicht im Hörfunk als Schauspieltrainer tätig war. So,
Da müsste man mal den Administrator von AstroWiki darauf aufmerksam machen, sondern es sind einfach zwei Dinge. Ich war Schauspieltrainer. Das hat das kommt daher, weil ich ja in der im Theaterwesen tatsächlich aktiv war und nicht nur Theatertheorie gemacht habe, sondern in Erlangen gibt es zum Beispiel ein eigenes Studio, eine eigene Bühne, Studiobühne. Das heißt, wir haben viele Projekte auch tatsächlich da gemacht und ich habe viel selber ausprobiert und gelernt, Schauspieltraining selber durchlaufen, Regietraining durchlaufen und viele solcher Dinge mehr. Und das habe ich später einfach nochmal genutzt für Menschen, die sich auf eine Schauspielprüfung an der Schauspielschule vorbereiten wollten. Und ich bin ganz stolz darauf, dass einer meiner ersten Schüler tatsächlich am Max-Reinhardts-Institut in Wien auch aufgenommen wurde. Wobei, das liegt natürlich an seinem Können und nicht unbedingt jetzt an meiner großartigen Gestaltung. Okay. Das mit dem Hörfunk ist ein ganz anderes Ding. In Nürnberg, also Erlangen, Nürnberg liegen ja nah beieinander. In Nürnberg wurde in der Zeit, als ich da war, ein neues Radio gegründet, das Radio Z. Und das war sozusagen so jung und so neu, da konnte man auch als Neuling einen Platz ergattern. Und weil zu dem ganzen Bereich Theaterwissenschaft gehört eben auch der Medienbereich. Also in anderen Städten heißt es dann auch Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften beispielsweise. Und so, dass ich da auch ein Projekt machen konnte und sehr viel Spaß hatte mit redaktioneller Arbeit. Ich habe moderiert, ich habe Beiträge erstellt, journalistisch gearbeitet. Das ist auch etwas, was mir einfach viel Freude gemacht hat. Und ein bisschen was mache ich jetzt mit dem Meridian wieder in der Richtung, wirklich auf einer ganz anderen Ebene. Aber manchmal wiederholen sich dann die Dinge auf einmal. Ich bin seit 2016 Chefredakteur des Meridian, wenn ich es recht sehe. Ja, genau, völlig richtig. Ja, es ist eine große Ehre, die mir da zuteil gekommen ist und auch eine große Freude. Das ist eine Arbeit, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Den Meridian jetzt gestalten zu können, inhaltlich gestalten zu können, die Themenschwerpunkte setzen zu können, die Beiträge mit den Autoren und Autorinnen absprechen zu können und dergleichen, finde ich eine tolle Sache. Finde den Meridian, auch überhaupt astrologische Zeitschriften, nach wie vor sehr wichtig, auch wenn der Zeitschriftenmarkt so ein bisschen am Bröckeln ist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder qualitativ hochwertige Inhalte transportieren, weil Menschen, die sich mit Astrologie beschäftigen, sind viel für sich alleine. Die brauchen Austausch und die brauchen auch Input. Und der Meridian erfüllt hoffentlich beide dieser Faktoren. Das war 2016, die Chefredaktion. Wir sind ja jetzt eigentlich noch in deiner sozialpädagogischen Arbeitswelt, psychiatrische Einrichtung. Wie kam es denn dazu, dass du aus dem Klientenstatus ab und zu Astrologen aufzusuchen, dann irgendwann den Impuls verspürt hast, ich möchte jetzt die Astrologie lernen, dass ich von der Klientenseite auf die Beraterseite wechsle? Naja, wie vorhin schon mal kurz angedeutet, hatte das damit zu tun, dass ich einfach nach dem Tod von Fritz Zwaschwill sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und das war tatsächlich für mich eine Motivation aus der Hobby-Neugier, die ich ja vorher schon hatte. So, also die Basics hatte ich mir ja schon angeeignet, zu sagen, Mensch, das will ich tiefer. Ich will sozusagen dahin kommen, mein Horoskop selber in der Tiefe zu verstehen. Etwas, was mir übrigens nicht gelungen ist bis heute, weil heute denke ich, ich weiß auch warum, weil ich eine eigene Betriebsblindheit habe. Aber das war tatsächlich die Hauptmotivation. Ich hatte damals jetzt noch nicht daran gedacht, dass ich daraus einen Beruf machen möchte. Das kam dann erst später, sondern ich wollte einfach noch mehr verstehen. Also wir beide haben da eine Synchronizität. Ich habe ungefähr zur gleichen Zeit bei Nikolaus Klein die Ausbildung in München und im Bayerischen Oberland in Astrologie gemacht, in 6-Wochen-Kursen. Warum Ernst Ott und Eva Stangenberg und warum nicht Nikolaus Klein oder andere Schulen? Es hätte ja nahegelegen, in deinem Fall Köln, da gibt es ja Heidi Dreyer. Richtig. Ich habe mir verschiedene Schulen angeguckt
Und es gibt eine ganze Menge an verschiedenen Kriterien, die da eine Rolle gespielt haben. Wann startete wieder ein Kurs? Passt das sozusagen in meinen Zeitplan und solche Dinge mehr? Und es muss natürlich auch eine Sympathie sein. Also ich sage auch allen unseren Schülern, inzwischen biete ich ja selber Ausbildungen an, sage auch unseren Interessenten, gucken Sie sich uns an, weil wir sind 3 Jahre miteinander sehr persönlich im Kontakt. Und das muss sozusagen stimmen, da muss die Chemie stimmen, sonst funktioniert das nicht. Astrologie ist ja etwas, was sehr persönlich ist. Man öffnet sich ja sehr stark. Und bei Ernst war ich zu einem Vorgespräch, fühlte mich einfach sehr wohl bei ihm. Und das war fast die Hauptentscheidung bei Ernst und Eva, also Ernst Ott und Eva Stangenberg, die Ausbildung zu machen. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, es ist auch, gibt sozusagen noch einen anderen Punkt, der war mir damals nicht so bewusst. Aber ich sagte ja eben schon, dass so eine lösungsorientierte Sicht auf die Welt mir sehr eigen ist, oder so sehr innerliches Bedürfnis ist. Und ich glaube, der Ernst Ott ist da sehr ähnlich an der Stelle. Und auch vielleicht hat es auch deswegen sehr gut resoniert. Ich habe jetzt gerade eingeblendet die YouTube-Seite von Holger A. L. Fass. Da gibt es verschiedene Videos, die sich mit der Ausbildung, wie er sie mit seinen Partnern zusammen betreibt, anbietet. Du hast ja eine Partnerin, Sabine Benz. Kommen genau. wir gleich noch drauf. Und auch noch eine dritte Mitarbeiterin. Ist die dritte Mitarbeiterin angestellt? Nein, das ist die Nicole Müller. Das ist eine ehemalige Schülerin von uns, die sich als Astrologin jetzt auch selbstständig gemacht hat. Und eine Spitzenschülerin und die auch über didaktisches Know-how verfügt. Und die Sabine und ich, Sabine Benz und ich, kamen dann auf die Idee, sie mit uns, also in unser Boot sozusagen zu holen. Aber ein Angestelltenverhältnis, das können wir uns zumindest derzeit gar nicht leisten. Ich habe hier eingeblendet unsere eigene Filmliste bei unserem Kanal, der Astrologietreff am Maschsee im Gespräch. Da gibt es eine Filmliste, Holger A. L. Fass. Und da sind dann die gleichen Videos nochmal. Und da sind dann noch ein paar andere, auch mit Klangtherapie. Denn der Holger Fass, der macht Klangschalen. Wie kam es denn zu deiner Begegnung mit Peter Hess? Ja, das ist eine Begegnung wie die Jungfrau zum Kind, kann ich mal sagen. Die astrologische Tätigkeit, die ich mache, also vor allem die Ausbildungen, finden viel an Wochenenden statt. Und wenn wir 2 Ausbildungskurse parallel haben und vielleicht noch einen Fortbildungskurs, dann mache ich vielleicht noch einzelne Sachen. Dann gab es Jahre, in denen die Wochenenden sehr, sehr voll waren. Also ich sehr wenig freie Wochenenden hatte. Und dann gab es mal einen Workshop, den ich anberaumt hatte, der aber nicht zustande kam, weil sich keiner oder zu wenig Leute angemeldet hatten. Und ich hatte sehr kurzfristig sozusagen ein freies Wochenende. Und dann dachte ich, oh, das will ich nutzen, um mal ganz raus aus allem zu gehen und irgendwo selber Teilnehmer eines Workshops zu sein. Und weil es so kurzfristig war und ich jetzt auch nicht ewig weit reisen wollte dafür, habe ich halt geguckt, was gibt es hier so in der Nähe, was ich so erreichen kann. Und dann gab es einen Workshop Klangmassagen, Klangschalen. Ja, dachte ich, kann ja nett sein. Ich kannte das Tagungshaus, das wusste ich. In diesem Tagungshaus fühle ich mich wohl. Dann dachte ich, gut, mit Klangschalen habe ich es jetzt nicht so, aber ich weiß, es ist ein schönes Tagungshaus, dann mache ich einfach ein schönes Wochenende und wenn mir der Workshop nicht gefällt, dann gehe ich da einfach spazieren und wandern. Und so habe ich das dann auch in der Einstiegsrunde gesagt. Ich habe gesagt, ich bin gar nicht so sehr wegen der Thematik hier, sondern einfach, um mir ein schönes Wochenende zu machen. Und wenn ich mal rausgehe, nehme ich es nicht persönlich. Aber es ja, und am Ende des Workshops war ich derjenige, der sofort irgendwie mir die ersten Klangschalen da gekauft habe. Und weil es hat mich vom Anfang an so begeistert, diese Wirkung dieser Klangschalen, ist so fantastisch. Und die haben mich so in eine Ruhe geführt und so in eine Entspannung geführt. Das fand ich, ja, war wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung. So dass ich auch hier dann gesagt habe, das will ich noch mehr durchdringen, das will ich noch besser kennenlernen und habe mich dann sehr spontan zu einer Ausbildung bei Peter Hess entschlossen. Ich habe auch direkt bei ihm die Ausbildung gemacht, er hat ja viele Trainer, aber ich hatte das Glück, direkt auch bei ihm das zu lernen und
Ja, dann habe ich angefangen, mir die ganzen Materialien zu besorgen und dann auch selber Klangschalenmassage anzubieten. Habe mich ein bisschen spezialisiert auf, also einmal Entspannung, aber auch auf Schmerzbehandlung. Wobei Behandlung ist natürlich nicht ganz das richtige Wort, weil ich bin kein Mediziner. Ich behandle in diesem Sinne nicht, sondern Menschen, die halt Schmerzen haben, können aber mit der Klangschale, mit der Klangschalentherapie und mit der Klangschalenmassage dahin kommen, dass entweder die Schmerzen reduziert werden oder die Schmerzverarbeitung verlangsamt wird, also dass sie einfach besser mit ihren Schmerzen umgehen können. Da haben wir auf dem Kanal des Bürgertreff Gesundheit Isernhagen eine Sendereihe Heilung gegen alle Regeln, Wege zur Gesundheit. Da gibt es eine weitere Filmliste, Klangschalentherapie. Der Holger ist ganz oben als erstes und dann gibt es eben das Interview mit Peter Hess, wer den kennenlernen will, und weitere Interviews zu Klangschal. Wie war denn der Peter Hess so? Der hat ja ein gemütliches Opa-Aussehen, wenn man ihn so sieht, einen ordentlich gefühligen Bauch. Wie hast du ihn erlebt? Also Peter Hess ist sehr, sehr erfahren. Der weiß, was er tut. Der kennt... ich habe immer den Eindruck, der sitzt an jeder Klangschale, die er selber auch produzieren lässt. In Nepal sitzt er persönlich mit dabei. Das ist natürlich nicht der Fall, aber er hat einen unglaublich reichen Erfahrungsschatz und auch eine große Wärme, diesen Erfahrungsschatz auch zu teilen. Der war für uns, unsere Gruppe oder die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unserer Gruppe auch immer ansprechbar, war überhaupt jetzt kein Gefälle oder so. Er hat sich da jetzt nicht als großer Guru oder so aufgespielt, ganz im Gegenteil. Ich finde, er war sich seiner Sache sicher, kann das gut vermitteln und ist aber gleichzeitig ein sehr zugänglicher Mensch. Also ich fand ihn sehr sympathisch. Weißt du, was er für eine Vorqualifikation hat? Hat er studiert irgendwas und dann sich auf Klangschalen spezialisiert? Ich habe den, das Dunkel in Erinnerung, das müsste ich aber tatsächlich recherchieren, ich habe Dunkel in Erinnerung, dass er einen technischen Beruf hat, dass er irgendwie Ingenieurswesen irgendwas hatte. Also kommt eher aus dieser Richtung. Und war, ich glaube, die Ausbildung, also er wohnt, glaube ich, in Niedersachsen, oder? Also zumindest ist die Ausbildung in Niedersachsen. Neustadt, wo er direkt wohnt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, in Neustadt am Rübenberge war das, oder? Nee, irgendwo in so einem kleinen, also es gibt verschiedene, muss man dazu sagen, es gibt verschiedene Orte, wo diese Kurse und Ausbildungen stattfinden. Okay. Und ich war in so einem Tagungshaus, oder das ist eigentlich ein Tagungscenter, wo sonst viele Physiotherapeuten auch ausgebildet werden. Okay. Gut, dann haben wir das Thema Klangschalen ein bisschen gestreift. Was kostet so eine Klangschalensitzung bei dir? Ist das differenziert nach Vorgeschichte? Gibt es da allgemeine Klangschalensitzungen oder therapeutische Sitzungen? Ich mache das der Einfachheit halber einfach nach Zeit. Da kostet eine Stunde 48 Euro. Und natürlich müssen wir immer besprechen, worum es geht oder was der Mensch vielleicht hat oder auch nicht hat. Aber da jetzt dann preislich zu differenzieren, das fände ich irgendwie ziemlich kompliziert. Okay, dann verlassen wir das Thema Klangschale und Peter Hess und gehen zurück zu deiner Ausbildung bei Ernst Ott und Eva Stangwerk. Hast du in Karlsruhe oder in Rottenburg studiert? In Karlsruhe. Und wie muss man sich die Schule in Karlsruhe vom Ernst Ott, ich war da nie, vorstellen? Hat die eigene Räumlichkeiten? Ja, inzwischen ist der Ernst umgezogen. Also das heißt, für die neuen Räumlichkeiten weiß ich gar nichts. Nur die alten, wie es damals war. Aber damals, er hatte eigene Räumlichkeiten, gar nicht so weit vom Bahnhof entfernt, sehr schön, sehr ruhig gelegen. War das so eine Wohnung oder war das größer? Nee, das war eine ehemalige Tanzschule oder sowas, oder Ballettschule oder sowas. Also war ein großer Raum und wir waren da wirklich, war zentral, also einfach sehr gut gelegen. Und wie hat der Ernst Ott seine Ausbildung gemacht? Vor allem kannst du an der Stelle ja einfließen lassen, was du anders machst als Ernst Ott, dass man so ein bisschen hin und her springt. Ernst Ott macht das so, ich mache das mit Sabine Benz und meiner Kollegin so. Wie war denn das pädagogische, du bist ja nun pädagogisch versiert, wie war das pädagogische Konzept von Ernst Ott und wie ist dein heutiges Konzept? Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, das so zu vergleichen. Ich glaube ja auch, bin ja davon überzeugt, dass Vergleichen auch unglücklich macht.
Insofern bin ich da etwas zurückhaltend. Der Ernst ist genauso Pädagoge, der ist ja Lehrer gewesen in der Schweiz. Und das merkt man ihm auch an. Also er kann Inhalte wirklich auch sehr plastisch vermitteln, sehr spielerisch vermitteln. Ich glaube, dass es sogar viele Gemeinsamkeiten gibt. Vielleicht, also natürlich gibt es Unterschiede, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten, weil wir beide, der Ernst und ich, viel Freude daran haben, uns darüber Gedanken zu machen, wie man denn aus einer astrologischen Theorie eine Erfahrung machen kann. Ich glaube, das ist sozusagen etwas, was uns eint. Man kann ja hingehen und sagen, oh, wir sprechen jetzt über, keine Ahnung, Pluto, von mir aus. Und dann kann man Vokabeln lernen zu Pluto und dann lernt man Macht und Ohnmacht und dies und das. Aber das ist ja rein kognitiv. Und sowohl beim Ernst als auch bei mir oder Sabine und mir, also der Ernst und Eva und Sabine und mir, ist es wichtig, dass wir eine Erfahrung dazu machen. Also Sabine und ich, wir sagen auch immer, eigentlich unterrichten wir in dem Sinne gar nicht, also nicht in dem Sinne, wie man sich das so vorstellt, ja, wie mit dem Nürnberger Trichter, dass da irgendwie Input reingestopft wird in die Schüler und Schülerinnen, sondern wir wollen andocken an die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben schon. Denn Astrologie-Erfahrung hat jeder, weil jeder hat ein eigenes Horoskop, jeder hat mit seinem Horoskop schon eine bestimmte Zeit gelebt. Und wenn wir sozusagen es schaffen, daran anzuknüpfen, dann haben wir gleich ein viel tieferes Verständnis, als wenn wir irgendwie ja nur Begriffe oder sowas auswendig lernen. Und das, ich glaube, da gibt es so ein bisschen eine Ähnlichkeit zwischen der Ausbildung beim Ernst und der Eva und der Sabine und mir. Du hast das Wort astrologische Theorie verwendet und damit streifst du die Frage der Ausrichtung der Ausbildung. Es war ja wahrscheinlich keine traditionell klassische Astrologie-Ausbildung, sondern eher eine psychologisch ausgerichtete Astrologie. So ein, war so ein bisschen Thomas Ring so im Vordergrund? Absolut. Also bei Ernst kommen die Ideen von Thomas Ring sehr, sehr stark durch. Ja. Wie war denn das mit dir persönlich? Du hattest ja nun durch deine eigene Vorgeschichte seit dem 16. Lebensjahr einen Hausastrologen gewissermaßen. Wie war der aufgestellt? Der war aus heute, wenn man das in den Begriffen, die wir heute verwenden, sagen möchte, ein traditioneller, ein klassischer Astrologe, der stärker, als wir das vielleicht heutzutage machen, tatsächlich in Bewertungen auch gesprochen hat. Also der ein bisschen in der Tradition vor Thomas Ring auch stand. Und natürlich habe ich auch mit diesem, das war sozusagen mein erstes Kennenlernen, mit diesem Kennenlernen auch angefangen, fühlte mich aber nicht immer wohl damit. Also als ich dann mitbekommen habe, es gibt auch eine andere Herangehensweise, merkte ich, da bin ich viel eher zu Hause. Okay, du hast ja dann auf deiner YouTube-Seite einige Videos und da gucken wir mal, was es da so alles gibt. Da gibt es ein Video mit 7 Minuten Astro-Landkarten. Ist das Astro-Kartografie? Mhm. Macht ihr das in der Ausbildung? Nee, das machen wir nicht in der Ausbildung. Das ist eine Fortbildung, die wir anbieten. Da geht es um mehrere Methoden der Orte-Astrologie. Die Astrokartografie ist ja nur eine Methodik, die man verwenden kann. Und ich finde das eine schöne und spannende Ergänzung. Wir beschäftigen uns in der Astrologie ja viel mit der Zeit, aber ehrlich gesagt wenig mit dem Raum. Wobei das Horoskop ja eine Verbindung von Zeit und Raum ist. Und das kommt tatsächlich in der Ausbildung ein bisschen kurz. Es gibt aber so viele Themen, die in der Ausbildung zu kurz kommen und auch kommen müssen, weil wir ja erstmal die Basis setzen müssen, sodass wir dann beschlossen haben, bestimmte Themen einfach in eine Fortbildung zu packen. Die Fortbildungen dauern ja zum Teil auch ein Jahr. Also das könnten nochmal ganz spezielle Prognosetechniken sein oder eben hier diese Orte-Astrologie oder Beratungstechniken oder dergleichen mehr. Da gibt es ja dann ein weiteres Video zu Häuserherrschern, das ich jetzt nicht thematisieren will. Das bringt mich aber zu fragen, arbeitet ihr mit der Geburtsherrscher-Thematik in eurer Ausbildung? Also das steht nicht so sehr im Vordergrund.
Es gibt viele Techniken, die wir auch mal ansprechen. Wir wollen auch unseren Schülern und Schülerinnen sozusagen Einblick in verschiedene astrologische Methoden und Schulrichtungen gewähren. Wir selber sind ein bisschen schulenübergreifend. Ich sage immer, wir picken uns die Rosinen raus. Und in dem Zusammenhang wird das mal erwähnt, aber es ist jetzt nichts, was eine besondere Aufmerksamkeit bekommt. Habt ihr irgendein Modul, wo ihr die siderische Astrologie verwendet? Nein, auch das wird nur erwähnt, so dass es gibt. Und man muss immer im Bewusstsein haben, die Menschen, die zu uns kommen, die fangen sozusagen mehr oder minder bei Null an. Es gibt einige, die haben schon ein bisschen Vorkenntnisse, haben dies oder das gelesen. Inzwischen, dank Internet, haben sie ziemlich viel gelesen, Durcheinander und Chaos. Und wir bauen das erstmal solide auf. Mit der westlichen, sag mal, psychologisch entwicklungsorientierten und spirituellen Astrologie. Und wenn da so ein bestimmter solider Grund entstanden ist, dann kann man auch wieder sagen, so, und dann gibt es noch das und das und das. Aber erstmal brauchst du eine gute Basis, von der du ausgehen kannst. Und das ist unser Hauptziel, dass Menschen am Ende unserer Ausbildung eine solide Basis haben, ein Horoskop gut deuten können, Fragen von Klienten beantworten können, Zeitqualität gut erfassen können. Und dann gehen sie raus in die Welt und spezialisieren sich. Und das ist so eine Beobachtung, die wir tatsächlich auch machen mit unseren Schülerinnen und Schülern. Die eine spezialisiert sich dann bei sich Astromedizin, die andere mehr mit klassischen Techniken, die dritte irgendwie, keine Ahnung, entdeckt die siderische Astrologie als zusätzliche Form oder vielleicht tatsächlich auch als neue und für sie passende Form. So, also das Ende der Ausbildung ist meistens nicht das Ende der Astrologie, sondern sozusagen der Startpunkt, sich selber dann zu nochmal auf ein bestimmtes Spezialgebiet hin zu qualifizieren. Für unsere Zuschauer, das Thema siderische versus tropischer Tierkreis ist eine heftige, heiße, emotional geführte Debatte. Wir haben ja auf unserem Kanal Archetypische Kosmologie ein ausführliches Interview mit Glenn Perry, der ja gewissermaßen weltberühmt dafür wurde, dass er in Indien auf einem Weltkongress den Siderikern gesagt hat, was ihr da macht, ist totaler Quatsch. Das wollen wir aber heute nicht vertiefen, denn wer sich dafür interessiert, Glenn Perry und sein Gegenspieler John Brennan, das ist mehrere Stunden Videos, sie machen sich ein eigenes Bild. Du hast gerade. Aber ich möchte bei der Gelegenheit erwähnen, dass wir das natürlich im Meridian auch aufgegriffen haben. Wir haben den Vortrag, den Glenn Perry in Indien gehalten hat, den hat er für uns nochmal in den Artikel zusammengefasst. Das kann man sozusagen auch im Meridian nochmal nachlesen, was er da genau gesagt hat. Hat er dich überzeugt? Nein, das wird zu viel gesagt. Okay, soll sich jeder selber bilden. Zurück zu deiner Aussage, man spezialisiert sich nach seiner Ausbildung. Du hast jetzt dann so 98 die Ausbildung abgeschlossen bei Ernst Ott und Eva Stangberg. Das ist ja noch nicht die Zertifizierung als geprüfter Astrologe des Deutschen Astrologenverbandes. Wie ging es denn dann zur Prüfung oder fand es innerhalb der Ausbildung von Ernst Ott statt? Also bei mir war es so, dass ich während der Ausbildung einen Entschluss gefasst hatte, nämlich, dass ich die Astrologie tatsächlich auch beruflich machen möchte. Das war ganz zum Beginn der Ausbildung noch nicht so klar, aber das wurde immer klarer, sodass es für mich dann auch quasi folgerichtig war zu sagen, wenn ich Berufsastrologe werden will, dann gehört es auch dazu, dass ich einen entsprechenden Abschluss oder eine entsprechende Prüfung, eine Berufsprüfung nochmal absolviere, um das auch zu zeigen, dass ich hier die Materie auch beherrsche, dass ich zumindest keinen Schaden anrichte. Und es ist ein Teil nur der Leute, die so eine Ausbildung machen, die tatsächlich auch die DAV-Prüfung ablegen. Aber für mich war das irgendwann total klar. Und wann hat dann deine Anmeldung zur Prüfung stattgefunden, nachdem die Ausbildung bei Ernst Ott zu Ende war? Ja, das war danach. Wann genau, weiß ich auch nicht mehr, aber es war erst danach. Weißt du noch, wer dich geprüft hat in der mündlichen Prüfung? Der Christoph Schubert-Weller war dabei. Der war damals Vorsitzender der Prüfungskommission? Ja, war er damals. Die Monika Heer war dabei und die...
Ah, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich einen Namen vergessen habe. Eine Frau, die sich aus dem DAV zurückgezogen hat, der Name mir gerade entfallen ist. Du warst also dann geprüfter Astrologe DAV mit einem Stempel. Was hat dein Stempel für eine Nummer? Ich glaube 435, ich müsste nachgucken. Ich weiß es gar nicht. Mehr als Annegret Becker-Baumann, die wir ja auch im Interview hatten. Okay. Das ist ja, die Nummern sagen ja nichts über die Reihenfolge aus. Ich bin ja selber später im Prüfungsausschuss gewesen und da gibt es sozusagen einen Sack von Stempeln, die sind alle durchnummeriert und die stehen aber nicht schön nebeneinander. Man greift einfach in diesen Stempelsack rein und greift einen raus. Das heißt, es kann jemand sein, der heute einen Stempel kriegt, dass der eine niedrigere Nummer hat, als der im Jahr den Stempel kriegt. Oder eine höhere, als der im Jahr einen Stempel kriegt. Du wurdest dann später auch Mitglied der Prüfungskommission des Deutschen Astrologenverbandes für diese Prüfung, die du gerade selbst eben absolviert hast. Wann war das eigentlich? Wann fing das an? Auch das müsste ich nachgucken. Habe das ein bisschen befürchtet, dass ich so geografische Daten hier wissen muss. Ich bin ja mehr so nach vorne ausgerichtet. Ich bin ja vergesst tatsächlich die Jahreszahlen. Wie war denn der Zugang? Hat dich jemand gefragt? Möchtest du nicht? Und wer war das? Ich wurde gefragt, ja, tatsächlich. Und das fand ich sehr ehrenvoll, dass man mich das fragt und mir das zutraut. Und es war eine sehr spontane Entscheidung, dann auch Ja zu sagen. Wir hatten auch ein super Team. Der Jan Reimer hatte mich damals gefragt. Okay, gut. Wir waren ein super Team. Und ich war ja sehr lange dann im Prüfungsausschuss vom Deutschen Astrologenverband. Und das war eine sehr wichtige und lehrreiche Zeit für mich nochmal. Weil du musst ja als Prüfer beim DAV, dadurch, dass der DAV schulenübergreifend ist, das heißt, die Kandidaten ja mit verschiedenen Theorien und Techniken die Prüfung ablegen dürfen, musst du versiert sein in all diesen verschiedenen Schulen und Techniken, denn sonst kannst du sie ja nicht prüfen. Also ja. Wenn du eine bestimmte Technik nicht kennst, wie sollst du sie beurteilen? Und das hatte für mich zur Folge, dass die Prüfungszeit, also die Zeit, wo ich im Prüfungsausschuss war, nochmal eine unglaublich intensive Fortbildungszeit war, weil ich mich nochmal in ganz viele Schulen, die ich bis dahin nur gestreift hatte, mal als Beispiel die Münchner Rhythmenlehre, total vertieft habe, damit ich überhaupt die Hausarbeiten oder die mündlichen Prüfungen, die Gespräche führen konnte. Die Münchner Rhythmenlehre ist ja von Wolfgang Döber einem Lehrer von Thorwald Detlefsen und irgendwie indirekt auch Nikolaus Klein. Wie ist denn dein Verhältnis zur Münchner Rhythmenlehre? Ich finde in der Münchner Rhythmenlehre super viele sehr spannende Dinge. Also ich finde, der Wolfgang Döbereiner hat hier wirklich eine Tür geöffnet und sehr viel erforscht, was wir gut verwenden können. Da sind sehr viele gute Dinge drin. Die Sprache ist manchmal ein bisschen schwierig. Also so reine Döbereiner Schüler oder Schülerinnen, die benutzen ja zum Teil Begriffe, die außerhalb des Systems schwer verständlich sind, weil sie eine andere Bedeutung haben. Nehmen wir zum Beispiel den leeren Raum, also die Leere. Das ist etwas, da muss man sozusagen wissen, was ist denn eigentlich damit gemeint? Das macht manchmal so den Transfer zwischen reinen Döbereiner Schülern und Schülerinnen und vielleicht anderen Astrologen ein bisschen schwer. Aber die Ideen dahinter und auch das Horoskop, eher so unter dem Veränderungsaspekt, dem rhythmischen Aspekt, dem Aspekt, also nicht so sehr statisch zu sehen, sondern entwicklungsorientiert zu sehen, das finde ich eine große Leistung. Und es gibt ja noch eine große Schulrichtung, die Luise und Bruno Huber gegründet haben, die früher mal zu der Richtung von Alice Bailey, also einer etwas esoterischen Hintergrundsituation gehören. Wie ist denn dein Verhältnis zu astrologisch-psychologischen Astrologie nach Luise und Bruno Huber? Auch den beiden gilt es, Respekt zu zollen. Auch die haben eine ganze Menge neuer Impulse gesetzt in der Astrologie. Die haben ja schon sehr früh nicht nur die spirituellen, sondern eben auch psychologische Forschungsergebnisse in die Astrologie mit einfließen lassen. Wir haben ja sehr viele sehr spezielle Techniken entwickelt, wie das Klickhoroskop, Mondknotenhoroskop und dergleichen mehr. Und ich glaube, dass man einige dieser Techniken sehr gut verwenden kann, wenn man ganz spezielle Fragestellungen an das Horoskop hat. Also was ich gerne mache, ist zum Beispiel, wir haben eine sehr differenzierte Aspektfigurenlehre geschaffen.
Das finde ich sehr faszinierend. Das ist etwas, was in anderen Schulen vielleicht weniger Berücksichtigung findet. Ob man es bis zur letzten Konsequenz genauso machen muss, darüber kann man streiten. Es gibt ja jetzt auch tatsächlich ein neues Buch, ich habe es noch nicht gelesen, von der Frau Sulzer, die psychologische Astrologie nach Huber weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt, dass sozusagen dieses Gebäude, was sie entwickelt haben, das ist auch mit den Erkenntnissen, psychologischen Erkenntnissen, astrologischen Erkenntnissen, die ja immer weiter fortschreiten, dass das sozusagen jetzt erweitert und ergänzt wird. Da bin ich sehr neugierig drauf, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, wie gesagt, dass da viel, viel Potenzial drin steckt. Der Lehrer von Döbereiner war ja Thorvald Detlefsen war Schüler von Döbereiner. Hast du zu Thorvald Detlefsen eine eigene Beziehung in seinen Büchern? Ich habe viel von Detlefsen gelernt, ja. Ich kenne seine Bücher, ich kenne Vorträge. Ich habe ihn leider persönlich live nie erlebt. Das ist mir leider nicht gelungen. Aber die Vorträge, die höre ich total gern, denn er hat eine sehr angenehme Stimme, eine angenehme Art zu sprechen und ein sehr kluger Mann. Da habe ich viel gelernt, ja. Also ich habe ihn im Theater am EG erlebt, also mit auf Theatertournee war, also anschließend an deine Theaterausbildung. Er hat der Ödipus der Rätsellöser in einer zweitägigen Wahnsinnsveranstaltung hier in Hannover auch und anderswo noch nicht gemacht. War sehr spannend, weil er spricht ja völlig frei, er hat ja keinerlei Manuskript. Jetzt gehen wir zurück. Du hast die Prüfung beim Deutschen Astrologenverband bestanden, irgendwo so in den 90ern, nehme ich mal an. Wann hattest du denn schon begonnen, beruflich astrologisch zu beraten? Schon vor der Prüfung oder erst nach der Prüfung? Jetzt ist ein bisschen die Frage, was du mit beruflich meinst, weil beraten, das geht ja sehr schnell. Also gegen Honorar, dann wird es beruflich. In dem Moment, wo man anfängt, sich mit Astrologie zu beschäftigen und das seinem Freundeskreis auch mitzuteilen, hat man sozusagen die ersten Beratungen ja schon. Aber beruflich wird es, wenn man Geld nimmt. Okay. Ich habe tatsächlich sehr früh angefangen, Geld zu nehmen. Nur sehr kleines Honorar, mehr einen symbolischen Betrag, ich glaube so 10 Mark oder sowas war das damals, einfach um ein bisschen zu sortieren, weil ich für mich die Astrologie, ich benutze jetzt mal vielleicht ein merkwürdiges Wort, aber auch was Heiliges ist, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht wollte, dass einfach nur jemand aus Langeweile sagt, Holger, mach doch mal. Und da geht es gar nicht um die Summe, da ist sozusagen so ein kleiner symbolischer Betrag durchaus sehr wertvoll. Obwohl ich ja noch selber lernend war. Insofern würde ich das, obwohl ich Geld genommen habe, noch gar nicht als beruflich eingruppieren. Aber es ging dann sozusagen per Mundpropaganda weiter. Das heißt, meine Freunde haben es deren Freunde erzählt und die haben es wieder deren Freunde. Das heißt, es haben sich immer mehr fremde Menschen auch gemeldet, was eine Beratung sehr vereinfacht. Es ist besser, einen fremden Menschen zu beraten und sein Horoskop zu deuten, als von einem guten Freund. Und das, ich sag mal so, wann hat das so in etwa angefangen? Naja, so ungefähr mit dem Ende der Ausbildung bei Ernst und Eva. So. Und wann ist dir Sabine Benz über den Weg gelaufen? Sabine Benz habe ich kennengelernt beim Astrologiekongress in München. Müsste ich jetzt auch nachgucken, wann das war. Kann man aber in den Annalen vom DRV gucken. Es gab einen großen Kongress in München. Bist du Anfang, nach dem Jahr 2000? Es kann 2000 gewesen sein. Nee, ich glaube, es ist ein bisschen früher muss das gewesen sein. Müsste so vielleicht Ende der 90er gewesen sein. 97, 98 oder sowas. Also mindestens 98, weil wir haben ja schon 99 angefangen, miteinander zu arbeiten. Ach, dann gab es mehrere Kongresse in München, denn ich war auf einem Münchner Kongress, der zeitlich später war. Okay. Okay. Du hast ja also auch einen Kongress kennengelernt, wie muss man sich genau. Das und das war ganz witzig, weil ich kannte sie vom Namen her, ich meine, wir waren beide in Köln, ich kannte ihre Anzeigen, ich kannte ihre Internetseite, und aber wir hatten uns in Köln, sind wir uns nicht über den Weg gelaufen und da ist man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, erstmal, wenn man da einen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin hat. Und dann haben wir uns auf dem Kongress kennengelernt und sehr schnell, sehr gut verstanden. Und dann kam, merkte auch, wir sind ungefähr an derselben Stelle. Sie hatte auch ihre Prüfung, ich glaube, im gleichen Jahr oder ein Jahr früher oder später gemacht als ich.
sozusagen dabei, sich selbstständig zu machen, ich auch. Und dann gibt es ja Projekte, die kannst du gut machen, wenn du alleine bist, deine eigene Beratungspraxis. Aber dann gibt es Projekte von der Größe, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und so eine Ausbildung ist so ein Projekt von so einer Größe. Und da haben wir uns dann sehr schnell, waren wir uns sehr schnell einig, dass wir uns da zusammentun wollen. Und das ist auch eine Kooperation und Partnerschaft, die inzwischen weit über das Berufliche hinausgeht und ich sehr schätze. Und ich glaube, wir haben gleichzeitig vieles gemeinsam und aber auch gleichzeitig gucken sehr unterschiedlich auf die Astrologie, was für uns beide bereichernd ist und was natürlich für die Schüler und Schülerinnen unserer Ausbildung sehr bereichernd ist. Ich habe hier nochmal deine YouTube-Kanalseite aufgerufen. Wer sich also dafür interessiert, wie Sabine Benz und Holger Fass die ihre Ausbildung gestalten, da gibt es sehr viele Videos dazu. Ein Aspekt, der mich fasziniert hat, war, ihr macht ein ganzwöchiges Seminar in einem sehr schönen Seminarhaus. Und da macht ihr auch sowas wie Horoskopstellen? Also es ist ein bisschen fast möchte ich sagen, das Herzstück unserer Präsenzausbildung in Köln, dass wir, die dauert ja bei uns 3 Jahre, dass wir im zweiten Ausbildungsjahr, also ziemlich in der Mitte, fahren wir mit der ganzen Gruppe in die Eifel, da sind wir dann eine Woche und machen nichts anderes außer Astrologie, von früh bis spät. Wir müssen ja auch sonst nichts machen, wir müssen nicht putzen, wir müssen nicht einkaufen, wir müssen nicht kochen, wir werden bekocht. Und wir können sozusagen nochmal viel, viel tiefer eintauchen, als das an einem Wochenendkurs der Fall ist. Und wir haben die Zeit, auch zu experimentieren. Das heißt, wir machen da nochmal stärker als an den Wochenendkursen Astrologie der Erfahrung, Astrologie der Sinne. Wir machen Astrodrama, viel mit Musik, viel mit künstlerischen und kreativen Methoden. Wir gehen nochmal raus, wir machen gucken auch wirklich mal an den Himmel. Und eine Form von vielen ist dabei auch die Horoskopaufstellung. Das ist eine Methode, die habe ich für mich entwickelt. Es gibt mehrere Kollegen und Kolleginnen, die Horoskopaufstellungen machen. Manchmal heißt es dann Planetenstellen oder sowas. Und die Form der Horoskopaufstellung, die ich gemacht habe, darüber habe ich ja auch geschrieben, gibt ein Buch dazu. Gibt auch einzelne Kurse, also ich mache Horoskopaufstellungen einfach als Wochenend-Workshop oder als Eintages-Workshop, wo auch Leute dran teilnehmen können, die keine astrologischen Erfahrungen haben. Das kann man nämlich genauso gut dann verwenden. Und weil es sozusagen eine Möglichkeit ist, so ein Planetenbedürfnis, nenne ich das jetzt mal, nochmal anders zu erfahren, benutzen wir das eben auch. Ja. Dieses Buch, von dem du gerade sprichst, ich versuche es mal einzublenden, das ist Praxisbuch Horoskopaufstellung. Da gibt es Produktdetails bei Astronova. Warum kam es zu diesem Buch? Ja, die Genese ist, ich habe viele Beratungen gemacht so, und habe dann die Feststellung, die Erfahrung machen müssen, dass bei manchen Menschen, Klammer auf, stark Wassermann betonte, sind mir aufgefallen, Klammer zu, dass bei manchen Menschen zwar viel verstanden wurde, wir konnten darüber reden, so, es ist eine sehr intellektuelle Auseinandersetzung geworden und Aha-Erkenntnisse, aber es hat sich wenig verändert. Also den Menschen fiel es zum Teil schwer, das, was sie in der Beratung erfahren haben, auch in ihrem Alltag umzusetzen. Und dann habe ich nach einer anderen Form gesucht, die es eher ermöglicht, sozusagen nicht nur was kognitiv zu verstehen, sondern auch was umzusetzen. Und eine von diesen verschiedenen Methoden, die ich da inzwischen anwende, aus einer dieser verschiedenen Methoden hat sich die Horoskopaufstellung entwickelt. Also eigentlich war sie ursprünglich für eine Beratungssituation gedacht. In Beratungssituationen mache ich das so jetzt nicht mehr, weil wir bei der Horoskopaufstellung einfach auch andere Personen brauchen, die Stellvertreterpositionen, Stellvertreterrollen übernehmen. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund. Die Horoskopaufstellung, wie sie jetzt stattfinden, ist immer ein Gruppenangebot. Wir können oder wir legen das Horoskop wie auf so einem Teppich auf dem Boden aus von einer Person. Da geht es in der Regel um eine bestimmte Thematik.
meistens, dafür eignet es sich so ein bisschen, sind das jetzt nicht so ganz aktuelle Dinge, sondern so Sachen, die so immer mal wiederkehren. Ja, es gibt ja, kennen wahrscheinlich die meisten Menschen, dass sie bestimmte Verhinderungsmechanismen zu ihrem eigenen Glück oder dergleichen, dass sie das immer wieder machen. Und dann, wenn auf das jetzt im Detail zu erklären, wäre vielleicht ein bisschen viel, aber dann werden Stellvertreter in bestimmte Planetenpositionen reingeholt. Und die betreffende Person, um deren Horoskop es geht, schaut sich das erstmal an. Also guckt sozusagen wie auf eine Art, ich sage mal, Theaterstück, wo ihr eigenes Leben, ihr eigenes inneres Leben dargestellt wird. Und okay, das dann geht es darum, etwas zu verändern. Ja, ja, dafür gibt es ja das Buch, das wir gerne zum Kauf empfehlen. Ich habe eine fachliche Frage. Also ich habe ja bei Friedel Ruckenburg und bei Beatrix Braukmüller ja auch mal Horoskop-Planetenstellungen mitgemacht. Friedel Ruckenburg war, glaube ich, einer der ersten, der diese astrodramatischen Sachen in Deutschland propagiert hat und dann auch auf einer Insel in Griechenland und ich glaube auch auf Bali. Das geht ja so, wenn man über Stellen redet, dann hast du ja zu Recht darauf hingewiesen, braucht man Menschen, die eine bestimmte Stellung einnehmen. Bei Hellinger sind es dann bestimmte Personen aus dem Leben eines Menschen. Beim Horoskop sind es Planeten oder Aspekte oder sonst was, Häuser. Ich fand immer spannend die Theoriefrage, also auf einer Metaebene. Optimal funktioniert es, wenn die Personen, die diese Position einnehmen, wenn die sich durch eine Zen-Meditation so leer machen, dass sie kein eigenes mehr hineinbringen. Die wenigsten, die du gefunden hast für deine Sitzungen, werden Zen-Meister gewesen sein, die sich so leer machen können. Also haben wir das theoretische Problem. Da bleibt ein Rest von Subjektivität des Stellenden, also der zum Beispiel den Saturn jetzt repräsentieren soll. Wie groß hast du das Problem erlebt in deinen verschiedenen Seminaren? War das nur ein 2%-Anteil von falscher Subjektivität, die das Bild verfälscht hat, oder war es doch 20-30% Problemfeld? Nee, es war eher geringer. Es hängt ein bisschen davon ab, welcher Personengruppe die Stellvertreterperson zugehört. Ist es jemand, der keinen astrologischen Hintergrund hat? Das ist immer besser für diese Arbeit. Okay. Also es nehmen ja Leute an diesen Workshops teil, die astrologisches Know-how haben und welche, die keins haben. Und die kein astrologisches Know-how haben, die wissen auch nicht, was hier stehe ich auf Saturn, was soll denn das? Die wissen es ja nicht. Mit denen ist die Arbeit viel leichter. Ja, so. Diejenigen, die astrologisches Know-how haben, tatsächlich, wir machen am Anfang von so einem Tagesworkshop zwar jetzt keine Zen-Meditation, aber tatsächlich eine Methodik, um innerlich runterzufahren, um das astrologische Know-how, was man schon hat, zu vergessen, möglichst, um sozusagen so eine Lehre zu erwirken, so gut es eben geht. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, der wichtig ist. Die Person, um die es geht, die bekommt ein Angebot. Und die Person, um die es geht, die kann am Ende auswählen, was sie davon nimmt. Das heißt, wenn jetzt jemand, ein Stellvertreter, vielleicht sehr viel seine eigenen Themen da reinbringt, dann wird die Person, um die es geht, deren Horoskop gestellt wird, das merken. Und die hat Erlaubnis, das auch dann zu sagen, okay, das habe ich mir angeguckt, aber das hat mit mir nichts zu tun. Problem. Und ich biete ja auch so Nachgespräche an. Das heißt, es sollen ja Veränderungen erwirkt werden, die dann auch im Alltag sichtbar werden. Und dann telefonieren wir vielleicht einen Monat oder so später nochmal. Und auch da kann man eventuell nochmal was gerade rücken, wenn was irgendwie, wenn da was Falsches reingekommen ist. Ich habe ein zweites Buch auf den Bildschirm geholt von dir, Astrologische Hausbesichtigung. Wie kam es denn zu diesem Buch? Die Horoskopstellung ergab sich aus deinem Bedürfnis in der praktischen Beratung. Nochmal dazu gefragt zu diesem Praxisbuch Horoskopstellen. Hast du dann beschlossen, ich mache jetzt ein Buch, oder hast du es erstmal so als Skript gehabt, so wie der Rüdiger Dahlke erstmal so ein Skript hatte für Fastenkunden und dann hat der Detlef gesagt, mach doch ein Buch. Wer hat dich denn motiviert, dann aus dem Material ein Buch zu machen? Nachdem ich viele Horoskopaufstellungen gemacht hatte, wurde ich immer öfter gefragt, ob ich das nicht auch unterrichten kann, wie man das macht. Okay. Und zunächst war ich mir nicht sicher, ob ich das will. Und dann habe ich beschlossen, bevor ich anfange, das zu unterrichten, schreibe ich erstmal darüber
um zu gucken, kann ich das überhaupt vermitteln und so weiter und was wäre wichtig. Also das Buch ist ein bisschen eine Vorbereitung quasi gewesen auf das Curriculum der Fortbildung Horoskopaufstellung. Und dann ist aber daraus noch kein Verlagsbuch entstanden. Wie kam das dann, dass es bei Astronova erschien? Ich habe den Reinhard Stiele direkt angesprochen, ob ihn das interessiert. Und er hat sehr schnell Ja gesagt und dann waren wir uns einig. Und das war's dann. Nun gibt es ja dieses zweite Buch bei Astronova von dir, Astrologische Hausbesichtigung. Was war denn da die Ursprungssituation, dass du da ein zweites, war das ein früheres Buch oder ein späteres? Nee, das ist ein späteres, das ist das dritte Buch von mir. Das ist jetzt mit Sabine Benz zusammengeschrieben. Und das ist so eine Folge aus unserer Ausbildung. Wir haben gemerkt in unserer Ausbildung, dass es von den Basisdingen, also sprich Planeten, Tierkreiszeichen, Häuser, die Häuser sind, die den Schüler und Schülerinnen am größten Probleme machen. Also zu verstehen, was ist eigentlich mit den Häusern oder den Feldern des Horoskops wirklich gemeint. Planeten geht relativ schnell, Tierkreiszeichen geht relativ schnell, aber Häuser ist ein bisschen schwieriger. Und aus der Erfahrung heraus haben wir uns überlegt, dann doch zu dem Thema Häuser tatsächlich das nochmal zusammenzufügen, ein Buch darüber zu schreiben, wo wir die 12 Häuser beschreiben. Wir haben es Hausbesichtigung genannt, weil wir sozusagen ein bisschen diese Symbolik oder diesen Begriff des Hauses auch aufgreifen, als würde man durch eine Straße gehen und sich 12 verschiedene Häuser angucken. So ist es zu diesem Buch gekommen. Okay, dann gibt es von dir noch ein Buch dazwischen, glaube ich, 2011. Ars Astrologicae, Dragonsys, lebendiges Mittelalter. Wie kam es denn zu diesem Buch? Ja, das war sogar mein erstes Buch. Dragonsys ist eine Serie, also das ist gar nicht jetzt so mein Titel. Ich bin mit dem Titel nur so mäßig glücklich, weil es irgendwie nicht so deutlich macht, worum es eigentlich geht. Und ich hatte Kontakt über Freunde. Es gibt ja so eine ganz eigene Mittelalterszene, ja, wo Leute sich wie im Mittelalter irgendwie verkleiden und dann so Märkte machen und sowas. Ja, ja. Und ich hatte so einen Freund, der da sehr, sehr aktiv war. Und der hat mich dann irgendwann mal gefragt, sag mal, wie ist denn das gewesen im Mittelalter mit Astrologie und so weiter? Und dann musste ich erst mal feststellen, dass ich selber gar nicht so viel darüber wusste. Und habe dann angefangen, mich da zu vertiefen und fand es sehr spannend, was ich herausgefunden habe, weil die Quellenlage ist auch gar nicht so leicht. So. Und über diesen Freund kam ich dann ins Gespräch und der wiederum hatte Kontakt zu diesem Verlag. Und das ist ein Verlag, der macht Mittelalterbücher. Und da gibt es, was sie sich dann über Medizin im Mittelalter, über Bänkegesang oder sowas im Mittelalter, über Kochen im Mittelalter, über ich weiß nicht was, alles Mögliche. Und in dem Zusammenhang kam dann die Idee, ob ich nicht über Astrologie im Mittelalter schreiben möchte. Und diese Idee habe ich dann aufgegriffen und so ist dieses Buch entstanden. Wann endet bei dir das Mittelalter in dem Buch? Das ist jetzt schon sehr lange her. Ich glaube, ich habe so aufgehört, irgendwie 1600 irgendwas. Also auf gut Deutsch, du machst das Gleiche, was andere Leute auch machen. Du hast nämlich auch, dann wäre dieser Artikel von dir Paracelsus Mittelalter, richtig? Ja, den kann man damit reinnehmen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Also das ist ja immer eine Definitionssache. Ideengeschichten, und um das geht es ja. Es geht ja um die Entwicklung von bestimmten Ideen, wie werden die umgesetzt. Die enden oder starten ja nicht an einem bestimmten Punkt und enden an einem bestimmten Punkt. Und Ideen von Paracelsus spielen natürlich in der Astrologie und in der Astrologiegeschichte eine wichtige Rolle. Also tauchen sie da auch mit auf. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel die mittelalterliche Astrologie auf der Ebene des einfachen Volkes sich anschaut, also sprich eben des einfachen Volkes, da kann man Astrologie zum Beispiel nicht trennen von Landwirtschaft oder auch von Heilkunst. So, es gibt sozusagen kein eigenständiges astrologisches System, sondern es ist immer eingebunden in die Bedürfnisse
nämlich die Bedürfnis nach Ernährung, die Bedürfnis nach Gesundheit und so weiter. Wir hatten ja in dem Gespräch mit Frau Dr. Dahne, die zu der Paracelsus Astrologie ein Buch geschrieben hat, da haben wir ein eigenes Interview, kann man sich anschauen. Ich habe mit einem astrologischen Kollegen, der sich ganz gut auskennt, über das Interview mit Frau Dahne und ihr Buch gesprochen. Und dieser Fachkollege, der sich relativ gut auskennt, der war der Auffassung, Paracelsus war kein Astrologe. Der hatte von Astrologie nicht allzu viel Ahnung. Wie ist denn deine Meinung? Naja, soweit ich weiß, war Paracelsus wirklich kein Astrologe. Aber er war jemand, der etwas von den Gegebenheiten der Natur verstand. Also ein bisschen, also was von dem Rhythmus der Natur und von den Kräften der Natur. Und an der Stelle gibt es natürlich eine Schnittmenge zur Astrologie. Okay. Zurück zu Sabine Benz. Ihr macht also jetzt eine gemeinsame astrologische Ausbildungsgeschichte mit 3 Jahren Ausbildungsdauer. Ist das in gemeinsamen Räumen oder hat sie ihre Räume und hast du deine Räume? Also wir haben alles. Ich habe meine Räume, sie hat ihre Räume und die Ausbildung machen wir dann in gemeinsamen Räumen. Also 3 Standorte? Genau, 3 Standorte, ja. Also die Ausbildung selber findet ja in Köln statt. Die Sabine und ich, wir leben inzwischen gar nicht mehr direkt in Köln. Wir sind aus der Großstadt geflüchtet, unabhängig voneinander, aber fast zeitgleich, auch interessant. Und sie lebt in Much und ich in Windeck. Das ist alles nicht so weit weg von Köln, aber wir haben insofern einen Standort Windeck, wir haben einen Standort Much und wir haben einen Standort Köln. Okay, jetzt gehen wir mal zum Deutschen Astrologenverband zurück. Du bist also Mitglied der Prüfungskommission. Irgendwann ist Christoph Schubert-Weller Vorsitzender. Ich glaube, das endete 2011. Und ich glaube, du bist sein Nachfolger geworden. Genau. Als Christoph Schubert-Weller und auch das ganze Vorstandsteam sich irgendwann nicht mehr wieder zur Wahl gestellt haben, wurde die Frage auch noch an mich herangetreten, ob ich mich zur Wahl stellen möge. Und nach einigem Nachdenken habe ich mich dann dazu entschlossen und habe mich zur Wahl gestellt und wurde auch von der Mitgliederversammlung dann gewählt. Wenn du dich einsortieren solltest in die Traditionen der verschiedenen Vorsitzenden, ich fange mal mit Peter Niehenke an, 81 bis 91, dann gab es den Detlef Hofer, ich lasse ein paar aus, aber so die großen Traditionslinien, Detlef Hofer mit seiner beruflichen Ausrichtung, Astrologie als Beruf und in der beruflichen Welt verankert. Dann Christoph Schubert-Weller mit seiner Vorstellung, wie der Astrologenverband aufgestellt sein sollte. Welcher Tradition, hast du eine eigene Vorstellung gehabt, wo es hingehen soll oder hast du dich einer bestimmten Tradition eher nahe gefühlt? Naja, man ist ja in so einem Posten, ist man immer beides. Also du führst automatisch Traditionen fort, sonst würdest du dich auch gar nicht zur Wahl stellen, wenn du sozusagen nicht sagst, ich kann mich in dieser Traditionslinie auch sehen. Und gleichzeitig ist es wichtig und richtig, auch eigene Impulse zu setzen. Also ich kann es gar nicht so ganz trennen. Es gibt viele Dinge, die ich bei Peter Niehenke sehr schätze aus seiner Zeit. Er hat den DRV sehr vorangebracht. Der Detlef Hofer hat andere Schwerpunkte gesetzt, die ich genauso wichtig finde, auch Christoph Schubert-Weller. Und ich denke mal, alles ist wie so ein, das sind so wie so verschiedene Fäden, die zu so einem großen Knäuel dann zusammen oder so einem großen Seil, ja, wie so einzelne Fäden zu einem Seil zusammengeführt werden. Und an diesem Seil habe ich mich orientiert und noch mein eigenes Fädchen dazu gesponnen. Okay. Magst du über den Vorsitz noch was erzählen? Du bist ja nicht sehr lange Vorsitzender gewesen. Das hat ja sicher irgendwelche kontextuellen Hintergründe oder wollen wir das lieber weglassen? Also du darfst alles fragen. Was war da los, dass du nach einem Jahr schon nicht mehr Vorsitzender warst? Zwei Jahre. Du warst 2 Jahre Vorsitzender, also ganz turnusmäßig. Also eine Amtsperiode. Eine Amtszeit, genau. Okay. Eine Amtszeit. Die Situation erwies sich als sehr schwierig. Ich sagte schon gerade, es gab etwas, was es vorher meines Wissens nach nicht gab, nämlich dass das gesamte Vorstandsteam gewechselt hat. Oh ja. Okay. Sonst war es immer so, das hat vielleicht der Vorsitzende gewechselt, aber ich weiß nicht, der Schatzmeister ist geblieben oder dergleichen. Also es gab so ein bisschen so eine Kontinuität, das hatten wir nicht. Wir als Team haben uns dann erstmal wirklich sehr stark einarbeiten müssen. Gucken, wie läuft der DAV von innen. Wir haben natürlich Unterstützung bekommen von dem Team vorher, keine Frage.
Und dann ist uns etwas aufgefallen, was uns vorher nicht klar war, tatsächlich. Nämlich, dass der Deutsche Astrologenverband zu diesem Zeitpunkt in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation war. Wir hatten noch genug Geld, um ungefähr 2 Jahre zu existieren. Und das ist eine kurze Zeit. Also so ein Verband ist ein großes Schiff. Wenn du da was umlenken willst, sind 2 Jahre eine sehr kurze Zeit. Wir hatten, der DAV hatte vorher, also er hatte in den Jahren vorher immer eine größere Menge an Ausgaben gehabt statt Einnahmen. Das ging, das konnte funktionieren, weil der DAV es geschafft hatte, über viele Jahre einen großen Berg an Rücklagen anzuhäufen. Aber dieser Rücklagenberg, der schmolz eben jetzt weg. Und uns war dann klar, wenn wir jetzt nicht radikale Veränderungen einführen, dann sind wir in 2 Jahren an einem Punkt, wo der DAV zahlungsunfähig ist. Und man darf nicht vergessen, der DAV hat eigene Räumlichkeiten, hat eine Angestellte. Das heißt, das sind finanzielle Verpflichtungen, die eine ganz schön große Summe ergeben können. Und der Vorstand haftet unter Umständen mit seinem Privatvermögen. So ein paar Regeln muss man dann gucken, aber das hat uns ganz schön gestresst. Und viele Ideen, mit denen wir eigentlich anfangen wollten, bezüglich Öffentlichkeitsarbeit oder dergleichen mehr, die mussten wir dann erstmal hinten anstellen, um die finanzielle Situation zu klären. Und mir ist immer sehr wichtig, transparent zu arbeiten. Das heißt, ich habe sehr schnell die Thematik auch öffentlich gemacht und dazu auch Fragen gestellt. Zum Beispiel die Frage, können wir uns eine Geschäftsstelle leisten? Was machen wir, wenn das Geld nicht mehr reicht? Sollten wir vielleicht jetzt schon gucken, dass wir die Räume kündigen? Denn das kannst du ja auch nicht von einem auf den anderen Tag. Ja, da gibt es irgendwie, gab es eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Also das muss man alles planen. Das ist leider vielfach in den falschen Hals gekommen und nicht alle Mitglieder konnten nachvollziehen, wie es überhaupt zu diesen Fragestellungen kam. Möglicherweise habe ich das nicht gut vermittelt. Und so ist schnell ein Bild entstanden, ich will die Geschäftsstelle auflösen oder dergleichen mehr. Und das hat die Arbeit dann sehr schwierig gemacht, weil manche Mitglieder dann offensichtlich die Sorge hatten, ich will den DAV, was nicht, irgendwie destabilisieren oder dergleichen mehr. Und natürlich diejenigen, die an bestimmten Dingen gewohnt waren oder daran festhalten wollten, ich denke mal, da kamen dann vielleicht auch Ängste oder dergleichen dazu. Also wir haben ja wirklich erstmal einen radikalen Ausgabenstopp verhängt, was zur Folge hatte, dass zum Beispiel diejenigen, die vorher bestimmte Dinge erstattet bekommen haben oder bestimmte, machen wir einfach ein Beispiel, ja, wir hatten vorher wurden Leute bezahlt, die beim Versand, das gibt es heute nicht mehr, aber damals wurde ja viel noch per Post versendet, auch so ein Rundbrief immer per Post versendet, die da geholfen haben, das einzutüten und dergleichen. Diese Personen, die da bezahlt wurde, das haben wir einfach gestrichen, weil wir gesagt haben, das ist zwar ein kleiner Betrag, aber wir müssen jetzt erstmal tatsächlich überall einen Stopp machen. Und das führt natürlich zu Unzufriedenheit, weil auf einmal eine Arbeit anfällt, die man vielleicht umsonst machen muss, die vorher bezahlt wurde. Und das zu vermitteln, und der DAV hatte damals nicht, und ich glaube, hat er heute auch nicht, hat wenig Gremien oder wenig Kommunikationsmedien. Das heißt, eigentlich konnten wir immer nur vermitteln auf so einer Mitgliederversammlung. Und so eine Mitgliederversammlung, da kommt nur ein Bruchteil und da ist es viel Zeit, die für Orga-Kram und dergleichen drauf geht. Und eigentlich so die Chance, so inhaltlich, strategisch, organisatorisch zu diskutieren, das ist sehr schwierig. Also wir haben es versucht mit mehreren Treffen, außerordentliche Mitgliederversammlung. Ich hatte auch mal eingeladen, mehr zu einer Art, ich nenne das mal Brainstorming, Zukunft des DAVs. Aber die Folge ist, bei dem einen Treffen waren die Personen A bis K, bei dem anderen dann die Personen, weiß ich, L bis Z. Also man musste auch immer wieder von vorne anfangen. Also eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation war das gewesen. Und die hat mir tatsächlich sehr viele schlaflose Nächte beschert und auch meinem Team, weil wir ja nicht alleine.
Und so, dass ich gesehen habe, ich stecke da unglaublich viel Arbeit rein. Also die Zeit ist, also waren 20 Stunden die Woche, waren durchaus normal. Es greift mich an, meine Gesundheit an. Ich schlafe sehr wenig. Es hat mich sehr mitgenommen, sodass mir dann irgendwann klar war, ich kann das nicht länger als 2 Jahre machen. Okay. Das war dann 2012 und 2013 warst du Vorsitzender, kann man das so sagen? Müsste man in den Annalen des DRVs nach. Ja, aber jedenfalls 2016 passiert was Neues. Da wird nämlich der Holger der Chefredakteur dieses Magazins. Erzähl unseren Zuschauern doch mal zur Geschichte des Meridian und wieso du Chefredakteur geworden bist. Also der Meridian hat ja eine sehr traditionsreiche, lange Geschichte. Es ist jetzt ein bisschen die Frage, wo fängt man an? Man fängt im Bauerverlag an. Genau, weil der Meridian ja schon sozusagen aus anderen Zeitschriften auch hervorgegangen ist. Aber unter dem Titel Meridian ist ja im Bauerverlag erschienen. Und der Bauerverlag hat ja irgendwann, auch da müsst ihr jetzt wieder nachgucken, in den 80er Jahren, auch ein finanzielles Problem und es sah so aus, als würde der Meridian eingestellt werden. Und damals haben sich Markus Jehle und Martin Garms sehr dafür engagiert und eingesetzt, dass diese Zeitschrift aber erhalten bleibt. Sie haben sozusagen dem Bauer Verlag abgenommen. So. Wahrscheinlich abgekauft, das weiß ich nicht, aber wird auch schon eine finanzielle Geschichte dabei gewesen sein. Und haben den Meridian einen neuen Look, einen neuen frischen Wind auch verliehen. Und beide können sehr stolz darauf sein, dass es ihnen gelungen ist, aus dieser Zeitschrift, die wie gesagt kurz davor stand, zur Vergangenheit zu gehören, eine führende deutschsprachige Astrologie-Zeitschrift zu machen. Der Markus Jehle hat das als Chefredakteur gemacht. Der Martin Gams hat mehr so sich um das Layout gekümmert und so das, was man vielleicht eher im Hintergrund macht, organisatorische Arbeit, Abrechnungen und dergleichen mehr. Und Design, glaube ich, aber für den Design. Genau, auch das Design. Und ist ja fähig zu programmieren. Also da steckt eine ganze Menge an Technik, auch moderne Technik da im Hintergrund. Das sieht man ja alles so immer gar nicht. Und der Markus hat das, wie gesagt, über viele, viele Jahre, wie ich finde, fantastisch gemacht und war wohl irgendwann an einem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, er will sich ein bisschen zurückziehen oder anders aufstellen und zumindest möchte er den Meridian nicht mehr lange fortführen. Und an diesem Moment hat er mich dann gefragt, ob ich das machen möchte. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich mit diesem Angebot nie gerechnet hätte. Ich habe ja für den Meridian vorher schon viele Jahre geschrieben, sehr gerne Artikel geschrieben. Kenne den Markus auch persönlich. So, wenn ich mal in Berlin war oder so, haben wir uns auch getroffen. Ich hatte auch bei seiner Schule schon Kurse gegeben. Ja, und dass er mich dann sozusagen fragt, ob das etwas ist, was mich interessieren könnte, das hat mich sehr überrascht. Und mit dem Weggang von Markus hat sich ein bisschen auch die Struktur verändert, während Markus Jehle und Martin Gams den Meridian ja paritätisch herausgegeben haben, ist die Situation jetzt so, dass der Martin Gams jetzt der alleinige Herausgeber ist, der sozusagen für alle operativen Dinge verantwortlich ist und ich nur in Anführungsstrichen die redaktionelle Arbeit übernommen habe. Das heißt, für alle Inhalte sozusagen bin ich zuständig und für alles andere Abo und die Layout und Finanzen und so, das macht der Martin. Bist du jetzt rechtlich ein Angestellter von Martin Gams? Nein, man kann ja auch redaktionelle Arbeit machen als Freiberufler, also angestellt bin ich nicht. Gibt es da Geld für diese Arbeit? Ja, es gibt Geld. Anders wäre es auch nicht zu machen, weil die bis so ein Heft steht, da fließt sehr, sehr viel Arbeit mit rein.
Okay, mach das mal konkret. Ich könnte das nicht nebenher ehrenamtlich. Ich könnte es schlicht und ergreifend zeitlich gar nicht leisten. Machen wir es mal konkret. Erste Frage, hat der Meridian in Berlin Räume oder in Köln oder wie ist das? Nein, der Meridian hat in dem Sinne keine Räume, beziehungsweise die Räume und die Geschäftsadresse ist ja beim Herausgeber im Schwarzwald, also da, wo der Martin wohnt. Der hat da auch tatsächlich eigene Räumlichkeiten, wo das ganze Archiv und was da so alles dazugehört, alles liegt. Ich arbeite aber, ich muss jetzt nicht in den Schwarzwald fahren, das wäre ein bisschen weit. Ich arbeite von hier und das geht ja heutzutage alles mit Internet und Mail und Gedöns. Also ich könnte auch am Strand in Costa Rica oder sonst wo sitzen und den Meridian machen. Also das ist, was meine Arbeit angeht, ein bisschen egal, wo ich bin. Dann mach mal ein Heft. Wie sieht das Machen aus? Von null bitte anfangen. Also so ein Heft hat einen sehr, sehr langen Vorlauf. Es fängt ja damit an, dass jede Ausgabe hat einen Themenschwerpunkt. Wir haben sozusagen einen Teil, so ungefähr ein Drittel bis die Hälfte, die sich mit dem Themenschwerpunkt beschäftigt. Und nenne das immer einen freien Teil, wo es Artikel gibt, die jetzt nicht auf den Themenschwerpunkt bezogen sind. Und diese Themenschwerpunkte, die lege ich sehr früh fest. Ganz alleine oder in Abstimmung mit Martin Gams? Die lege ich, das ist tatsächlich meine Arbeit, die lege ich fest. Martin würde sich bestimmt melden, wenn ihm da etwas nicht gefällt oder wenn er eine Idee hat. Ja, das gibt es auch oder gab es auch schon, dann sprechen wir auch mal was ab. Aber erstmal sind das natürlich die beiden verschiedenen Aufgabenbereiche und zur Redaktion gehört auch, die Schwerpunkte festzulegen. Und die Schwerpunkte liegen mit Sicherheit mindestens ein Jahr oder länger, also schon im Vorhinein fest. So, weil das muss ich auch ein bisschen abwechseln, dass man vielleicht mal ein technischer Schwerpunkt, mal mehr vielleicht ein psychologisch-inhaltlicher, mal was auch immer. Und sobald die Schwerpunkte festliegen, überlege ich tatsächlich auch schon, gibt es Autoren und Autorinnen, gibt es Fachleute, die zu diesem Schwerpunkt tatsächlich auch Spezialisten sind, um die auch schon sehr frühzeitig zu kontaktieren und zu sagen, hör mal, das und das wollen wir, planen wir. Ist das was, wo du etwas zu sagen hast? Weil Fachkollegen und Kolleginnen, die haben auch leider nicht die Zeit, mal eben in 2 Wochen irgendwas zu schreiben, sondern die müssen das zum Teil sehr lange im Vorhinein planen. Und also bevor überhaupt irgendwer von dem Heft weiß, ist schon ganz, ganz viel passiert. So, dann trudeln so peu à peu Artikel ein. Irgendwann werden die Themenschwerpunkte auch öffentlich. Diejenigen, die für den Meridian schon mal geschrieben haben, die erhalten von mir regelmäßig einen Redaktionsnewsletter, der kommt einmal pro Quartal, wo auch schon auf Themen hingewiesen wird und auch auf andere Dinge, die vielleicht im Meridian gerade so los sind, damit man so ein bisschen eine Orientierung hat. So, dann trudeln nach und nach Artikel ein. Irgendwann veröffentliche ich ja auch die Themenschwerpunkte im Heft, also auf den letzten Heftseiten. Sieht man immer die Themenschwerpunkte der nächsten beiden Ausgaben. Das heißt, da können sich auch Leute melden, die bis jetzt vielleicht noch nie etwas geschrieben haben, aber sagen, Mensch, dieses Thema, da habe ich was zu sagen. Dann, wenn die Artikel eintrudeln, heißt das, ich lese sie. Das war tatsächlich etwas, wo ich am Anfang nicht wusste, werde ich denn Freude haben, unglaublich viele Texte zu lesen ständig. Ja, ich kann ja nicht hingehen und sagen, ach, ich habe keine Lust, jetzt was zu lesen, sondern ich muss es ja dann tun. Und stelle fest, es macht mir ganz, ganz, ganz große Freude. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ein Artikel eingeht. Und meistens sammle ich die so ein bisschen und dann nehme ich mir einen ganzen Tag und lese dann sozusagen die Artikel durch. Und da gibt es verschiedene Kriterien, die dann eine wichtige Rolle spielen. Ist er inhaltlich sauber? Hat er eine gewisse Inhaltstiefe? Wen spricht er genau an? Weil den Meridian lesen sowohl Menschen, die erst am Anfang ihrer astrologischen Karriere stehen, als auch die Profis. Das heißt, in jedem Heft muss ich gucken, dass alle Niveaus auch mal angesprochen werden. Dann ist es natürlich auch eine stilistische Frage. Was nutzt irgendwie der tollste inhaltstiefe Superartikel, wenn er so geschrieben ist, dass man ihn kaum lesen und verstehen kann? Also da gibt es ganz, ganz viele Kriterien, die da eine wichtige Rolle spielen. Und dann trete ich mit dem Autoren in Interaktion. Denn manchmal müssen Artikel überarbeitet werden.
Vielleicht, weil sie viel zu lang sind. Wir haben im Internet könnten wir natürlich Text ohne Ende veröffentlichen, aber so ein physisches Heft ist auf 64 Seiten begrenzt und da kann kein Artikel 25 Seiten lang sein, um ein Beispiel zu nennen. Oder ich sage, Mensch, deinen Text verstehe ich gut, aber diese eine Stelle, die verstehe ich einfach nicht. So. Das heißt, ich arbeite wirklich sehr viel mit den Autoren an ihren Texten, um sie verständlich zu machen, damit sie gut ins Heft passen und dergleichen. Und das braucht seine Zeit. Die Überarbeitung der Texte braucht ja auch wieder Zeit. Bis jetzt habe ich nur gesprochen von den Artikeln, die zum Themenschwerpunkt gehören, aber genauso gilt das natürlich für freie Artikel. Die bekomme ich mehr oder minder einfach so zugeschickt. Oder manchmal ist es auch so, ich bin vielleicht auf einem Kongress und kriege mit, da spricht jemand über ein spannendes Thema, wo ich denke, Mensch, das wäre etwas für den Meridian, sowas hatten wir noch nicht. Oder wir hatten vorhin von Glenn Perry gesprochen, ja, es passiert irgendetwas in der astrologischen Welt, das greifen wir auf. Ich möchte mit dem Meridian auch gerne mal einen neuen Schwerpunkt setzen. Wir hatten zum Beispiel mal ein Heft mit dem Themenschwerpunkt männlich und weiblich und so die Geschlechterfrage löst sich ja so ein bisschen auf. Finden wir das im Horoskop? Müssen wir astrologisch darauf reagieren? Also es sind sehr, sehr viele Dinge, die wir da so berücksichtigen. So, dann kommen also die freien Texte dazu. Da läuft genau der gleiche Prozess. Manchmal müssen Autoren und Autorinnen sehr lange warten. Ich sage mal, angenommen, wir haben jetzt gerade einen Artikel drin gehabt zu den Rhythmen der Venus von mir aus, rückläufige Venus oder sowas, dann kann ich nicht zwei Hefte später schon wieder über eine rückläufige Venus einen Artikel reinsetzen. Das muss ja auch eine gewisse Abwechslung dabei sein. Selbst wenn der Artikel super, super, super toll ist, ja, dann müssen Autoren manchmal vertröstet werden, weil sie irgendwie ein Jahr lang warten müssen, bis ihr Artikel erscheinen und dergleichen mehr. Ich muss dann als nächstes die Artikel vorbereiten. Das heißt, ich muss sie passend machen für ein Heft. Ich habe mir ein System ausgedacht. Da sieht man mich dann hier in meinem Büro auf dem großen Schreibtisch. Das sind sozusagen die 64 Heftseiten ausgebreitet und ich überlege, wie kann man das Heft so aufbauen, dass Artikel, die irgendwie zusammengehören, auch gut zusammenstehen. Das ist auch immer nicht so leicht, weil wir machen das so im Meridian, dass wir nicht bei einer halben Heftseite zum Beispiel einen neuen Text anfangen. Es muss sozusagen immer auf ganze Seiten passen. Ich mag es auch nicht so sehr, wenn so ein Artikel so zerstückelt ist, dass man irgendwo dann liest, ja, jetzt geht es weiter auf Seite 60 oder so. Also das heißt, ich versuche das so zusammenzufügen und es gibt ja so ein paar Sachen, die sind so fix, da kann ich dann nicht so viel schieben. Wir haben zum Beispiel in der Heftmitte haben wir immer so ein Comic, das sollte eigentlich immer auf der gleichen Seite bleiben und dergleichen mehr. Das heißt, das ist wirklich so ein bisschen so eine Puzzlearbeit, die ich dann da mache. Und dann werden die Texte von mir in einer bestimmten Form, also sie werden sozusagen vorbereitet zum Layout. Da kann ich jetzt auch nicht irgendwie nur so ein Word-Dokument mit irgendeiner Schrift oder was, sondern es muss alles auf eine ganz bestimmte Schrift, auf ganz bestimmte Zeichen und so weiter hin nochmal von mir überarbeitet werden. Diese Texte gehen dann an das Korrektorat. Also ich lese sie, ich korrigiere schon alle Fehler, die mir auffallen. Dann haben wir aber nochmal ein professionelles Korrektorat, die dann sozusagen nochmal auf Rechtschreibung, Zeichensetzung und so weiter hin korrigiert werden. Da geht es dann nicht mehr um inhaltliche Dinge. Wer ist das? Das macht die Karin aus Berlin. Steht auch hinten im Heft, die kann man also auch kontaktieren, wenn man da meint, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann macht daraus der Martin, der ja für das Layout verantwortlich ist, macht dann sozusagen ein Layout, entwickelt er ein Layout, passt die Horoskopzeichnungen da rein, die ich vorher sozusagen auch schon vorbereitet habe, sucht passendes Bildmaterial dazu aus und dergleichen mehr. Und dieses Erstlayout wird dann nochmal korrigiert, nochmal von mir korrigiert, nochmal von der Karin korrigiert. Also wir haben wirklich, jeder Text wird mindestens 6-mal korrigiert, sodass hinterher bitte keine Fehler drin sind. Weder ein Horoskopfehler, noch ein Rechtschreibfehler oder sonst was. Klappt auch meistens. Ne? Jetzt ist es mir zum ersten Mal passiert, dass mir was durchgeflutscht ist. Toi, 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 möge es möglichst selten vorkommen.
Und wenn dann sozusagen alle Rückmeldungen da sind, alle Fehler rausgemerzt sind, bereitet der Martin das zum Druck vor, dann geht es an die Druckerei, wird gedruckt und von da an die Abonnenten, Abonnentinnen verschickt. Und während das passiert, also das ist jetzt zum Beispiel, das Heft wird gerade gedruckt, bin ich schon lange mit diesem Heft gar nicht mehr beschäftigt. Ich bin jetzt schon bei den nächsten zwei Ausgaben. Und wenn ich das Heft dann kriege, dann ist das für mich schon wie so ein Blick in die Vergangenheit, weil ich immer sozusagen mehrere Monate im Voraus arbeite. Also super spannend, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wie viele Arbeitsstunden pro Woche sind das? Das ist sehr unterschiedlich. Natürlich, wenn so die heiße Phase ist, das heißt, wenn der Redaktionsschluss um ist, dann habe ich ungefähr so 2-3 Wochen, bis das Heft wirklich stehen muss. Und den Redaktionsschluss muss ich auch abwarten, weil es durchaus sehr legitim ist, dass ein Autor oder eine Autorin erst zum Redaktionsschluss was schickt. Das ist ja der Sinn von Redaktionsschluss. Bis dahin kann man etwas schicken. Und in dieser Zeit mache ich es tatsächlich inzwischen so, dass ich gucke, dass ich möglichst in dieser Zeit keine Kurse habe oder wenig Beratungen, weil da bin ich jeden Tag mehrere Stunden eigentlich mit den Meridianen beschäftigt. Wenn dann sozusagen das Heft fertig ist und ein bisschen Luft ist bis zum nächsten Redaktionsschluss, dann kann es auch schon mal sein, dass ich irgendwie mehrere Tage gar nicht mich mit dem Meridian beschäftige, aber eigentlich ist es fast täglich. Aber es ist ja ein Monatsheft, oder? Alle 2 Monate. Also manchmal habe ich Lust, es auch monatlich zu machen. Also Inhalt und Themen haben wir mehr als genug. Aber vor der Arbeitsmenge halte ich dann doch auch ganz schön Respekt. Also man könnte also ungefähr zusammenfassen, es ist ein 2-Monats-Heft und von deiner Jahresarbeitszeit verbraucht es 6 Monate. Ja, das kann man in etwa sagen, ja. Und damit wird auch deutlich, das ist nichts, was man nebenher machen kann, außer man ist Millionär und braucht keine Einnahmen. Ich frage mal in Größenordnungen. Das ist jetzt ein Halbjahresgehalt, über das wir gerade reden. Ist das in der Größenordnung von 20.000 bis 40.000, von 40.000 bis 60.000 oder von 60.000 bis 80.000 an Entgelt? Ja, ich sagte ja, du darfst alles fragen und ich darf jede Frage auch nicht beantworten und diesen Joker würde ich an der Stelle ziehen. Okay, zurück zum Deutschen Astrologenverband. Früher war der Meridian ja ein Pflichtbezug. Jedes Mitglied musste den lesen, weil er im Mitgliedsbeitrag enthalten war. Das hat sich dann in den Jahren geändert. Bei dir hat sich auch was geändert. Du hast ein etwas distanzierteres Verhältnis zum Deutschen Astrologenverband. Wie würdest du dein heutiges 2019-2020 Verhältnis zum Deutschen Astrologenverband und wo du ihn kritisch siehst beschreiben? Der DAV ist in einer schwierigen Situation. Der DAV muss verschiedene Interessen unter einen Hut bringen. Nämlich einmal das Interesse von Menschen, die sich, ich sag mal, hobbymäßig für Astrologie interessieren, die Astrologie begeistert sind und das irgendwie toll finden, und Menschen, die beruflich Astrologie machen. Und das ist tatsächlich ein Spagat, und mit dem jeder Vorsitzende und jeder Vorstand auch zu kämpfen hat. Und wenn man sozusagen die eine Gruppe mehr in den Fokus nimmt und sagt, dafür machen wir was, also es gab ja zum Beispiel mal die Bestrebungen, dass Astrologie als freier Beruf anerkannt wird. Ja, das wäre eher was für die Profi-Astrologen. Da geht dann einfach sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Zeit, sehr viel Geld rein. Dann geht das andere, gehen die Hobby-Astrologen ein bisschen hinten unter. Kümmert man sich sehr stark um die, wie das zum Beispiel geschehen ist in dem Moment, wo man gesagt hat, auch die nicht geprüften, die so ein bisschen Astrologie nur so nebenher machen, dürfen auf der DAV-Webseite werben, sind die Profis ein bisschen verschnupft und sagen, ja, wozu mache ich denn dann die Prüfung? Und ich bin doch hier derjenige, der die Astrologie voranbringt. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Und ich habe den Eindruck, dass der DAV sich da nicht entscheiden kann. Ich hätte es auch nicht gekonnt in meiner Zeit des Vorsitzenden, beziehungsweise wenn ich eine Entscheidung getroffen hätte, hätte ich die andere Gruppe verloren. Das ist so. Aber genau in diesem Spagat entsteht etwas, was ich ja ein bisschen wie einen Stillstand nennen möchte. Also es sind 2 sehr unterschiedliche Kräfte, die da ziehen, und beide blockieren sich ein bisschen gegenseitig.
Und ich kann beim DRV sehr wenig Entwicklung weder in die eine noch in die andere Richtung der Zeit erkennen. Verstehe aber auch die Problematik. Ich will das gar nicht an Personen festmachen, sondern ich glaube, das ist eher ein strukturelles Problem. Okay. Nach meiner Art müsste der DRV sich sozusagen tatsächlich komplett neu erfinden. Wir haben viele Dinge, die sind sozusagen sehr historisch gewachsen. Ich nehme mal als Beispiel die Ausbildungszentren. Der DRV zertifiziert ja Astrologie-Ausbildungszentren und das hat eine Geschichte. Und wenn man sich anguckt, wie die Zertifizierung läuft, dann muss man feststellen, naja, das ist dieser Geschichte geschuldet. Der DRV selber unterrichtet ja nicht, sondern du, ich, wer auch immer, sagt, ich möchte das, ich möchte diese Zertifizierung. Und früher, als das angefangen hat, dann gab es noch, ich nenne das mal Wohnzimmerausbildungen. Es gab ja noch keine Astrologieschulen, so wie wir das heute kennen. Und das Zertifizierungsregularium hat sich zwar verändert, aber es ist immer noch sozusagen an diesem alten System ein Stückchen angedockt. Und nach meinem Dafürhalten müsste der DRV tatsächlich den Mut haben, sich radikal neu zu erfinden, sich komplett neu aufzustellen. Ich mache dir mal ein Beispiel, wo das deutlich wird, diese Problematik. Der DRV zertifiziert Ausbildungszentren und sagt damit, wenn du Astrologie lernen möchtest, bist du an diesem Ausbildungszentrum hervorragend aufgehoben. Ja, wir empfehlen dir, da hinzugehen, weil du da alles lernst. Aber er macht nochmal separat eine Berufsprüfung. Er sagt also, du kannst bei diesem Zentrum, was sie dir empfehlen, alles lernen, aber das glauben wir dir nicht. Wir prüfen dich nochmal separat. Diese beiden Stränge müssten zusammengeführt werden. Also wie kann der DRV sagen, das ist ein super Zentrum, aber wir müssen dich nochmal prüfen, ob du wirklich alles gelernt hast. Das ist in sich nicht schlüssig, hat aber damit zu tun, sozusagen, wie die verschiedenen Dinge sich historisch entwickelt haben. Und diese Radikalität, sozusagen so einen Schnitt zu machen und zu sagen, wir stellen den DRV neu auf, den kann ich nicht erkennen. Da mache ich aber auch niemandem einen Vorwurf, weil das würde wirklich sehr, sehr viel Wirbel aufwirbeln. Und da so ein Vorstandsposten in Ehrenamt ist, das ist sehr, sehr schwierig. Nochmal zurück zum Meridian. Wie ist denn eigentlich die Bezugsseite? Sind es nur Abonnenten oder wird es auch frei verkauft? Den Meridian beziehen die meisten als Abo. Den Meridian kannst du so im Bahnhofskiosk oder nicht erwerben. Du kannst aber Einzelhefte direkt beim Verlag, also über die Meridian-Homepage erwerben. Und seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit, digitale Inhalte, also die Inhalte digital zu erwerben. Man kann inzwischen sogar hingehen und sagen, ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema und ich picke mir aus den letzten Jahrzehnten einzelne Artikel raus, die nur zu diesem Thema sind. Also ich scrolle sozusagen durch irgendwie mehrere Jahrzehnte Meridian-Hefte und da gab es mal einen Text zu, von mir aus Halbsummen und da mal einen Artikel zu Halbsummen und dann kaufe ich mir nur diese einzelnen Artikel. Und das nimmt langsam zu. Also das ist ein relativ junges Angebot, was sozusagen zusätzlich zu dem Abo, Print-Abo, Digital-Abo oder zu dem Einzelheftkauf, was es jetzt gibt. Aber es gibt dieses Angebot nicht in der Form, dass ihr das schon gemacht habt und gewissermaßen das digitale Halbsummenthema anbietet oder das digitale Häuserthema. Sowas habt ihr noch nicht im Angebot. Das muss man selber zusammenstellen. Genau, momentan stellt man das selber zusammen. Ich denke, dass da noch Entwicklungspotenzial ist und solche Ideen, wie du sie jetzt gerade formuliert hast, die schwirren da auch schon mal rum, zu sagen, lass uns mal vielleicht so Pakete schnüren, sagen, das ist ein Paket, zum Thema, Astromedizin oder was auch immer, aber derzeit gibt es das noch nicht. Habt ihr eigentlich schon mal dran gedacht, solche Textsammlungen als Bücher bei Book on Demand in Hamburg auf den Markt zu werfen? Ich habe ja eine Schriftenreihe Astrologie in Erkenntnis. Da habe ich ja 12 Bücher laufen, die alle in Book on Demand Struktur sind. Also man hat gar kein Lagerproblem. Das wird in Hamburg abgewickelt. Wenn einer das haben will, dann wird es dort gedruckt auf Bedarf. Ihr könntet ja solche Themen, digitalisierten Texte dann wiederum als Book on Demand in Printform verfügbar machen. Ohne das kostet ja nicht mehr als 20 Euro pro Buch. Also Ideen gibt es viele.
Aber keine Leute, die es umsetzen. Und dann ist immer die Frage der Umsetzung, genau, und der Investition, die man dann auch reinsteckt. Ja, Punkt, also diese, man darf gar nicht, man darf zum Beispiel nicht unterschätzen, diese Digitalisierung der Artikel, das klingt ja irgendwie so easy, also macht man halt die PDFs, aber der Zeitaufwand und auch der finanzielle Aufwand, so ein Shopsystem zu unterhalten, der ist enorm. Ja, Shopsystem hatte ich nicht gedacht. Ich dachte einfach, dass ihr die Bücher verfügbar macht, die dann ja bei Amazon gelistet sind, weil sie im Verlag der lieferbaren Bücher sind. Das habe ich verstanden. Ich meinte jetzt gerade nochmal auf das, was jetzt schon bewerkstelligt wurde, nämlich, dass man diese einzelnen Artikel ist ja letztlich über ein Shopsystem auf der Meridian-Homepage erwerben kann. Das ist erstmal eine große Investition, da ist viel Zeit, viel Geld wird da reingesteckt und die Dinge müssen sich langsam entwickeln. Also ich bin nicht so sehr der Freund, der an einer Blume gerne zieht, damit sie schneller wächst, sondern die Dinge müssen sich entwickeln und wenn das einigermaßen stabil ist, man sagt, gut, das war der richtige Schritt, dann kann man den nächsten machen. Und wir machen viele kleine Schritte, wir machen nicht sozusagen den einzigen Riesenschritt. Ich mache dir mal ein anderes Beispiel. Der Meridian war ja viele Jahrzehnte lang schwarz-weiß oder um genau zu sein blau-schwarz-weiß. Und den gibt es jetzt in Farbe, auch auf einem anderen Papier, einem höherwertigen Papier. So, wir haben ein neues Layout, ein moderneres Layout entwickelt. Auch das kostet tatsächlich alles viel Zeit und brauchst eine neue Technik, brauchst neue Software dazu. Dann muss es erstmal funktionieren und wir haben wenig Proben. Ja, also das nächste Heft steht einfach schon bevor. Wir können nicht sagen, oh, wir lassen mal eins ausfallen. Das funktioniert ja nicht. Und insofern brauchen die Dinge tatsächlich alle so ein bisschen Zeit. Das passt vielleicht nicht ganz in unsere moderne, schnelllebige Gesellschaft, aber so ist es. So ist auch Astrologie. Wir können ja auch einen Saturn-Transit nicht beschleunigen, nur weil er uns gerade nicht passt. Also in einem 2-Monats-Rhythmus hast du ja dann einen Monat für den Meridian zu opfern und einen Monat Zeit. Wie viel davon bleibt für Beratung noch übrig? Ja, eigentlich genug, weil die Beratungen sind ja, die kann ich ja sozusagen in alle möglichen Zeitfenster terminieren. Gibt ja durchaus Menschen, wenn die im Arbeitsleben stehen, die lieber irgendwie die Abendstunden nutzen und ich bin auch eher so ein Nachtmensch, also einen Termin zur Astrologie und Beratung morgens gibt es bei mir nicht. Also das funktioniert schon. So. Und wie die Erstberatung für eine Radix-Deutung, wie viel Zeitaufwand machst du da? Also meine Beratung, also rein die Beratungsdauer ist in der Regel eine Stunde. Ich bin ein Freund von mehrstündigen Beratungen. Meiner Erfahrung. Mehr als 10 Euro inzwischen. Wie ist denn dein heutiger Satz? Ich nehme inzwischen mehr als 10 Euro. Das sind 145 Euro, die dafür anfallen. Und ich mache das so, wie gesagt, ich finde es, die Aufmerksamkeit geht irgendwann ein bisschen flöten. Ich mache es lieber so. Wer sich bei mir für eine astrologische Beratung anmeldet, der bekommt von mir einen Fragebogen zugeschickt, in dem Inhalte der Beratung schon mal aufgeschrieben werden können. Ja, am Telefon sagen die meisten Leute ja schon, es geht mir da und darum. Aber dann haben sie noch mal Zeit, sehr ausführlich für sich selber zu überprüfen, was will ich denn überhaupt bei dieser Beratung besprechen und herausfinden. Und es gibt noch so ein paar Dinge, die ich dann auch noch abfrage, die vielleicht für meine Vorbereitung wichtig sind. Ich sag mal, hast du Geschwister oder nicht? Das sind ja Dinge, die man nicht aus dem Horoskop erkennen kann, die vielleicht aber für irgendeine Thematik wichtig sein könnten. Und meine Kunden, meine Klientinnen, die schicken mir diesen Beratungsfragebogen ein paar Tage vor der Beratung dann zurück. Und das ist meine Basis. Dann sind die gut vorbereitet. Ich benutze diesen Fragebogen, bereite ihr Horoskop vor. Und das heißt, wenn wir die Beratung starten, brauchen wir nicht mehr so viel Zeit, erst nochmal groß abzuklären, was machen wir überhaupt, sondern können sehr schnell zum eigentlichen Thema vorstoßen. Und da kommen wir mit der Stunde auch dann sehr gut hin. Okay. Wie hoch ist eigentlich die Auflage der Abonnenten bei Meridian? Wie viele Abonnenten habt ihr? Das müsste ich jetzt tatsächlich den Martin fragen. Ich weiß es tatsächlich. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ich bin wirklich nur auf die Inhalte fokussiert. Ich habe auch mit den Abonnenten gar nichts zu tun. Aber von der Größenordnung her, ist das eine Zeitung, die 20.000 Abonnenten hat oder eher weniger? Es sind schon weniger als 20.000. Okay. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, wo ich kurz durchgehen wollte, weil mir nicht so ganz klar war, was davon noch aktuell ist. Wir gucken mal, ob wir das mal finden. Das können wir wegtun.
So. Also ich habe ein bisschen was gefunden. Da gibt es so Fengo. Ist das noch aktuell? Ja, ja. Ich habe gerade, wann war es? Vorgestern habe ich das letzte Webinar gemacht. Da ging es um die astrologische Symbolik in Weihnachtsritualen und Weihnachtsgegenständen mit dem Titel Warum ist der Adventskranz rund? Also so Fengo bietet ja die Möglichkeit, Webinare, sogenannte Webinare zu machen. Das sind live online Veranstaltungen. Okay. Das heißt, Leute melden sich da an für ein bestimmtes Thema. Wir hatten es gerade hier gesehen, über das Galaktische Zentrum oder über Familie im Horoskop oder dergleichen mehr. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt loggen wir uns alle ein über diese Plattform. Und dann sehen sie ein bisschen so wie jetzt, ja, die sehen mich dann als Video, als Fernsehbild, sage ich mal. Sie hören mich, sie sehen mich. Es gibt eine Präsentation, die habe ich vorbereitet, wo ich dann die Inhalte transportiere und die Teilnehmer können aber mitmachen. Die können im Chat irgendwie schreiben, ich kann die freischalten, die können reden, die können vielleicht auf der Präsentation auch mal was hinschreiben oder dergleichen mehr. Okay. Ist eine schöne Form, Astrologie nochmal auf bestimmte Themen hin zu vertiefen, ohne dass es so teuer ist. Es fallen ja keine Raumkosten, keine Fahrtkosten ein. Man kann das so abends mal ein Stündchen nebenher machen. Und wer da nicht Zeit hat, alle meine Webinare zeichne ich auf. Und wenn du jetzt hier unter Shop gehen würdest, auf meiner Homepage, dann würde man sehen, alle Webinare, die aufgezeichnet sind, tauchen hier nochmal auf. Und die kann man sich später als Video auch dann nochmal angucken. Okay, dann sind wir auch schon auf der Homepage. Holger A.L. Fass, da gibt es einen Shop, da gibt es Kurse, da gibt es Beratungen, da gibt es deine Biografie, Service. Das ist relativ selbsterklärend. Gehen wir mal weiter. So, dann hatte ich noch, ich hatte ja den YouTube-Kanal von dir gezeigt und auch unsere Filmliste. Dann haben wir hier EduDip. Was ist denn das? Also EduDip und Sofengo waren früher eine Firma. Da gab es nur EduDip. Und dann hat EduDip irgendwann gesagt, ganz bestimmte Inhalte wollen wir auslagern in eine zweite Firma. Und da gehören die astrologischen Inhalte dazu. Wir laufen ja oft so unter Spiritualität oder Esoterik und andere Verrücktheiten. Und jetzt gibt es sozusagen Sofengo für alle solche spirituellen Themen und EduDip für, ich sag mal, Themen, die nicht spirituell oder scheinbar nicht spirituell sind. Machst du da was mit Klangschalen auf dieser Seite? Nee, mit Klangschalen funktioniert das leider nicht so gut, was ich da eine Zeit gemacht habe. Und du siehst es ja hier, jetzt ist gerade wieder weg. Zum Beispiel gibt es da ein Video Sinn trotz Leid. Das sind eher philosophische Themen. Okay. Warum die Wahrheit eine Erfindung eines Lügners ist. Ja, da sind also philosophische Webinare, die ich auch mache. Oder über die glatte Gesellschaft habe ich mal, wann ist ein Mensch eigentlich krank? Also Themen, die auch mit dem Menschsein zu tun haben, aber jetzt, wo es nicht um astrologische Inhalte geht, die mache ich jetzt noch bei EduDip. Das sind nicht ganz so viele. Und die Astrologie-Webinare mache ich bei Sofengo. Okay, und dann haben wir deine Biografie gezeigt, dann sind wir durch. Habe ich noch irgendwas vergessen? Das muss ich selber überlegen. Ich glaube nicht. Dann mache ich jetzt die Abmoderation und liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Herzlichen Dank an unseren Gast, Holger Fass. Und auf bald. Und dann mache ich jetzt das Anhalten.